Einen wunderschönen guten Tag, liebe Spotify und Co. und YouTube-Zuschauer. Heute gibt's Hack. Feinstes Hack vom Rainer, vom Kevin Winkler. Rainer und Kevin Winkler sind Geschwister. Nein, sind sie nicht, aber heute geht's um Kevin und Rainer und natürlich noch andere News. Und natürlich ist mein guter Freund, Mithäftling, Daniel, auch wieder am Start. Grüße dich, mein Junge. Grüße dich, alles fit? Ja, ich trinke gerade einen Schluck vom Kaffee, also red einfach. Na, ich bin gefragt. Ja, ich bin natürlich auch ein großer Freund des Rainers und des Winkels. Nein, und bist du gespannt. Nicht. Nein, das darfst du dich nicht äußern. Du musst das hier sagen. Gebe ich mir nicht, ich kann ihn nicht sagen. Ja. Oder haben wir vielleicht, oder du musst halt das hier sagen. Jürgen Hurenzon. Dann bist du angesehen in der Community, weil ich habe mich etwas befasst mit dem guten Drachenlord. Ich habe mir die von Sortis, die ist ein YouTuber, die Schokumentarfilme angeguckt, 1 bis 6, 7, 8, ja. Und da wird so ein bisschen gezeigt, wie der Rainer so ist. Am Anfang, die ersten Schokumentarfilme, denkst du dir, na gut, das ist halt ein armes Schwein. Weißt du, da wird halt extrem krass gemobbt. Aber dieses arme Schwein, ich wollte nicht sagen, dass es Mobbing ist. Er hat es verdient, so wie er behandelt wird. Er hat es verdient. Und wir zeigen jetzt, Kevin Wolter hat ja ein Video getroppt gehabt. Und wir zeigen mal einen ganz kurzen Zusammenschnitt davon. Der geht 1 Minute 14. Dass ihr überhaupt wisst, um was es hier geht. Willkommen, liebe Freunde, zu Rainer Winkler, aka dem Drachenlord. Mein Besuch bei ihm vor wenigen Tagen und das, was bei ihm passiert. Vor Ort haben wir einfach ein dreckiges, kaputtes, zerstörtes Zuhause von Rainer vorgefunden, wo Menschen und Tiere getötet wurden, irgendwelche Quälvideos im Hintergrund abgespielt wurden. Rainer Winkler zeigt es noch weiter, denn nicht nur ich bin betroffen, meine Familie, meine Hunde, meine Kinder, Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen, Drohungen meiner Kinder, sodass die Polizei gerufen werden musste, sodass die Mitarbeiter weinend nach Hause gerannt sind. Rainer Winkler darf in unserer Gesellschaft nicht existieren, nicht an Schulen, nicht in Bussen, nicht auf der Straße, nirgendwo in unserer Gesellschaft darf Rainer Winkler existieren. Aber jetzt haben wir gemeinsam die Chance, gegen Rainer Winkler zu kämpfen. Deswegen fordere ich hiermit auf, alle meine Freunde, alle Leute mit Reichweite, alle YouTuber, die das hier sehen, verbreitet dieses Video, kommentiert dieses Video, alle Freunde, alle Follower, verbreitet dieses Video, liked dieses Video, kommentiert dieses Video positiv, damit wir Rainer Winkler keine Plattform geben, egal ob hier auf YouTube oder sonst wo auf diesem Planeten. Rainer. So, Leute, das war natürlich nicht das Original. Wie ist es denn da jetzt zustande gekommen, dass dann so ein Video getroppt wurde, so verfälscht wurde? Von dem Kanal Dem Troll sein Speer, wird natürlich verlinkt, ist dieses Video gecuttet. Feinstes Matt, würde ich sagen, ich habe übel drüber gelacht. Ja. Kevin hat sich halt für den Rainer eingesetzt und er hat jetzt diesen Code-Midas-Effekt, erntet er gerade. Der Code-Midas-Effekt ist an Rainer ist der Code. Also er ist der reine Code und wenn du auf diese Seite von ihm schlägst, greift der Code-Midas-Effekt und dann kommen dann solche Leute auf deinen Kanal und trollen dich. Können wir ja nachher noch ein paar Kommentare vorlesen. Habe ich ja auch versprochen, habe ich auch reingeschrieben gehabt. Auf jeden Fall hast du dann die Scheiße an der Hand. Und Kevin Winkler, seine Freunde unterstützen ihn nicht. Kevin Winkler wird zerrissen. Das ist ja das, was hier keinen Schwanz abnimmt. Als du da letzte Woche den Typen mit in die Show genommen hast, da dachte ich mir, ja, okay, komm, da macht er ein bisschen seine Watchtime voll. Aber das ist ja einfach total krank. Also ich hab's nicht gewusst, was das für Ausmaße hat. Trolli hat ja noch drunter geschrieben, weil Trollikus kennt sich da aus. Er ist da so ein paar, schon 4, 5 Jahre in der Szene nicht unterwegs. Er schaut sich das gerne an, Rainer Winkler ist wie Netflix. Jedes Jahr eine neue Staffel. Und die Community schreibt immer, mal gucken, was sich die Autoren einfallen lassen haben. Also mit Autoren ist halt gemeint sein Leben einfach nur. Mega lustige Community, richtig geil am Rumtrollen. Auf jeden Fall kennt sich Trolli aus und sein bester Kumpel kennt sich da, der ist seit Tag 1. Und wir haben beschlossen, dass wir da ein Special drüber machen, ein Rainer Winkler Special.
wo sie mir erklären, warum Rainer Winkler so verhasst wird, dass auch jeder Zuschauer hier von unserem Kanal auch versteht, was stimmt denn mit dem nicht? Also auf jeden Fall stimmt was mit dem gewaltig nicht. Was da abgeht? Ich hab mich immer bepisst, hab mir gedacht, okay, die Drachenschanze und so, Aber so krass, nein. Nein, so krass hab ich das. Ich hab immer nur diese schwulen Fake-Reportagen von den Öffentlichen gesehen. Aber wenn du dir einfach nur mal Teamspeak-Livestreams und Co. von denen ansiehst, wie er die Leute beleidigt, die spenden ihm Geld und er bannt die und beleidigt die oder er kommt da ins TS und kickt die Leute einfach raus und einfach so, er benimmt sich wirklich wie der allerletzte Winkler im, ja, ist halt auch, ja, man kann jetzt auch sagen, gut, das ist der, ja, Münchner, im Bayer, nicht Münchner, kommt er aus Nürnberg. In der Nähe und da kommen ja sowieso noch komische Typen her, von daher. wir gehen einfach mal weiter. Das Thema ist ein bisschen länger. Hier kommen wir jetzt zu Sortis. Das ist der diese Schokumentarfilme, kann ich euch wärmstens ans Herz, ich like's mal, ans Herz legen. Und er zeigt jetzt so ein bisschen Kevin Wolter gegen Mobbing. Jetzt seht ihr Projekt 100% gegen Mobbing und er zeigt ja jetzt so ein paar Videos. Wir kennen ja Kevin Wolter, was er für Videos gemacht hat. Er sagt gerne mal dieser... Warte, da kann ich kurz ausschweifen. Ja, hau raus. Habe ich dir noch nicht erzählt. Dass ich glaube aber, solche Streamer, weil du auch gerade meintest, sind alle asozial, ne? Das kriegst du nicht raus. Ja, pass auf. Aber nicht so krass, wie Kevin das macht. Habe ich dir die Story erzählt mit meinem Was, deine Story mit... Mit dem eBay-Verkauf. Nein. Ich habe von sehr guter Bekannter von mir, also über den geht mir nichts, seine Mutter, die ist ins Heim gekommen. Okay. Und ich habe die Wohnung entrümpelt. Und dann hat er dann auch gesagt, jo, was du zu Geld machen kannst, mach, ne, wir teilen dann. Dann hatte ich dann natürlich wieder, was? Ja, nee, also. Ich hatte dann wieder Hinz und Kunst da stehen und so, ne, und bin da auch dreimal für lau hingefahren und, ne. Also wieder richtiges Ärgernis. Und dann bei einem hatte ich den ganzen Transporter vollgeladen. Auf einmal wollte er mir nicht die Kohle geben, sondern den Preis um die Hälfte drücken. Und ich bin natürlich immens ausgerastet. Dann kam ein junger Typ vorbei, der kannte mich von Facebook so, ey, dich kenne ich doch, du wirst mir vorgeschlagen, bei kennst du vielleicht, wir haben den gleichen Bekannten. Irgend sowas ganz Schwules, ne? Oh Gott, und ich, ja, okay, ne? Ist mir egal. Und dann sagt er so, hast du hier Probleme gerade, ne? Ich so, ja, schon irgendwo, ne? Okay. Der war richtig korrekt, der Typ, ne? Hat er so, was soll die Kacke helfen, die Karren wieder auszuladen, ne? Also ja. Fand ich eigentlich ganz cool. Und okay. Er hat mich dann auf jeden Fall ein paar Tage später geaddet, ne? Und meinte, dann hat sich die Situation noch geklärt und fand ich witzig. Und der Typ ist Streamer. Ah. Und dann wird mir immer vorgeschlagen, also er zeigt dann uns hier, wer was am Wochenende wieder gestreamt hat oder so. Und ich habe mir das einfach mal so 2 Minuten lang gegeben. Und dann hat er sich da mit den kleinen Kids gefetzt, aber auf so richtig hart asozial. So, ja, ich glaube mal, der ist so 25 oder 30, irgendwas dazwischen. Und dann war da so ein 15-jähriger kleiner Junge. Ja, ich bin die ganze Zeit in der Aula, ich komme nicht rein. Und dann, ja, jetzt reicht's mir, ich spiele jetzt ohne dich. Ach so, okay. Und der kleine Junge, nein, warte noch bitte kurz, ich mache nochmal Neustart. Pass auf, du hast jetzt noch eine Chance, das neu zu starten, ansonsten lege ich ohne dich los. Ich hasse solche Leute. Oh Gott. Ja, Junge, aber das kannst du nicht mit asozial. Das kannst du nicht mit einem Rainer verwinklern. Kannst du nicht. Ich bin ja auf Trollico-Special gespannt, da weiß ich ja, was der Rainer für einer ist. Ja, Trolli hat gesagt, er kennt sich schon gut aus und dann sein Kumpel, ich will jetzt keinen Namen turpen, weil ich weiß noch nicht, wie ich ihn nennen darf und so. Und vielleicht machen wir dann einen zweiten Teil, dritten Teil. Ich weiß es nicht, wie lange das geht. Auf jeden Fall erzählen Sie mir die Rainer-Story für die Leute, die dann einfach mal suchen. Rainer Winkler, wer ist das? Drachenlord? Dass sie sich das mal anschauen können. Weil ich wusste es auch nicht. Jetzt mal aus einem halbwegs Normalspaß, die sich das zu sehen, ist dann schon interessant. Deswegen will ich auch nichts vorweg so richtig nehmen. Aber glaubt mir, wer sich mit Rainer in eine Klärgrube setzt, der stinkt auch. Und wir, aber das war doch letztes Mal unser Problem, dass auch keiner mehr wusste, warum er früher Fitness-Oscar gehatet hat. Ja, Fitness-Oscar hate ich, seitdem er uns das Bit gesperrt hat für unseren Thumbnail. Seitdem ist er für mich unten durch. Hat er gemacht? Ja, da hat YouTube mich gerade geschrieben, hier, rechtliche Scheiße, und hat das Thumbnail von uns entfernt, das Video war ja nur Fitness-Oscar mit seiner Perle drauf. Ja, aber gut, die Fitnessindustrie ist ja sowieso, was irgendwas betrifft, sehr schwierig. Hashtag Heiko Kalbach hat mich komplett auf Instagram blockiert, wahrscheinlich schon länger, dass ich seine Stories gar nichts von ihm sehen kann.
Dazu kommen wir später noch zu etwas Kotzen. Ja, das ist halt, wenn man seine Eier mal irgendwo prall in die Sonne legt und dann mal nur ein Video vom Erntehelfer auf Instagram als Story postet, wird man gleich blockiert. Weil anders kann ich es mir nicht vorstellen. Weil sonst habe ich Heiko Kalbach nirgendwo erwähnt. Aber Grüße gehen raus, Blockiermaus. Aber wenn sich die alte Generation ins Internet setzt, die sollen das nicht machen. Kennst du diese alten Leute, die sich auf Facebook, die sich von unten fotografieren, wo du das Doppelkinn, Trippelkinn siehst? Ja, ja. Genau so, sowas ist das. Genau so. Komm, wir spielen jetzt Sortis mit seinem Kevin Wolter ab. Gucken wir uns das mal an. Leute, guckt euch YouPorn an, Alter, aber doch nicht so ein dummes Stück Scheiße. Das ist schon hart. Ah, ich finde, das ist kein Mobbing, das ist eher ein bisschen Humor. Ja, ich meine, das, da hat er ja nicht ganz Unrecht, also. Er mobbt auch einen Russen. Am Sonntag startet der Black Rush bei Smilodogs mit Rabatten bis zu 80%, bei Neosubs bis zu 50%. Die Gutscheincodes, euer Lieblingsathlet. So, er mobbt auch einen Russen. Moment, wir gehen einfach gleich mal weiter. Der sieht wirklich aus wie so eine richtige Mist, kann man ja schon fast sagen. Es sind Witze. Es ist schwarzer Humor und ich denke mal, sonst ist er jemand, der hinter seinem oder unserem Projekt steht. All die Beine. Guck mal, die Beine, Wahnsinn. Ich denke, er wollte nur über die Risiken aufmerksam machen. Die Risiken, wenn Leute sich etwas spritzen, dann sieht. Vor allem, was ich lustig finde, dass der Pro-Seppel sich damit reingesetzt hat, unser Naturalathlet mit 50er Arm, und sich dann auch über Leute lustig macht, die dann solche Arme haben. Fand ich schon. Ja, haben wir ja damals schon drüber geredet, dass es schon ziemlich schwierig ist. Aber das ist halt gut. Ich will jetzt nicht so weit ausholen, wir müssen das Video hier von Sortis zerstören. Geht weiter. Mach das Kissen im Hintergrund weg, das sieht voll dreckig aus. Ja, nicht nur das Kissen sieht dreckig aus. Das sieht dreckig aus. Das ist dreckig aus. Also das ist wirklich nicht schön. Nee. Das ist schon nervig. Zumutbar, nicht zumutbar. Also. Das gucken sich Leute an. Wie viele Follower hat die? Ein paar Millionen? Das Stück Scheiße hat ein paar Millionen Follower? Das Stück Scheiße hat ein paar Millionen Follower. Und wenn ich auf Kevin seine Abonnentenzahl über 600, glaube 700.000, keine Ahnung, interessiert mich ein Scheiß, gucke und die Klickkraft der Community schaue, muss ich sagen, da ist doch nicht irgendwie, da kann es sein, dass da ein paar Abonnenten dazu gemogelt wurden. Könnte passiert sein. Und Bibi hat schon, ist das? Ja, ich glaube Bibi, die hat schon, ja, jetzt, ich würde mal sagen, so 90% stimmen schon ihre Follower. Und wir lassen mal weiterlaufen. Video nicht drehen, die wir verarschen wirklich jetzt? Hier geht es um was viel Größeres. Und zwar um das Thema Mobbing. Könnt ihr mir vorstellen, dass Julian ist auf jeden Fall nicht ganz sauber in der Donau. Ja, aber dafür kriegst du jetzt keinen Punkt. Das ja, was soll man dazu noch groß sagen? Das ist ja wirklich ein Essensschmeck. Sind die beide Geschwister? Sagte der Mann mit dem Tattoo im Gesicht. Weil die ein bisschen behindert sind? Nee, weil die so gleich behindert. War das zu ihrer Rotlichtzeit oder wann ist das Video entstanden? Die haben sie auf die Straße geschickt, Junge. Die haben sie anschaffen lassen und die ist irgendwie dadurch einen riesen Schaden bekommen. Also, mir ist so, als ob ich sie schon mal am Artemis gesehen hätte. Das Video kenne ich, das ist ja so wild, Alter. Das Thema Mobbing darf in unserer Gesellschaft nicht existieren. Was sagen die Eltern dazu? Auch die Eltern scheinen Geschwister zu sein. Ich habe hier noch einen Clip für dich. Ja, ich will jetzt vom Sortis nicht so viel spoilern. Schaut euch das komplette 12-Minuten-Ding an. Ich bin ja kein Verbrecher, der jetzt hier alles abspielt. Aber warum ist denn das nicht? Ich hab's doch eben geliked. Wo ist denn hier der Like? Hier ist Sortis, falls du siehst, hier ist der Like. Bitte hate mich nicht. Und selbst wenn. Ja, wir wissen ja, wie es gemeint ist vom Kevin Wolter, aber. Wenn man so eine Mobbing-Kampagne mit einem Drachen-Völkermord-Befürworter, sagen wir es mal so, ja, und dann solche Videos draußen hat, ja, unglaubwürdig. Ich habe da so ein paar Kommentare noch gelesen, das mit der Bundeswehr. Das weiß ich aber nicht, ob das jetzt stimmt, deswegen will ich jetzt keine fehlberichtige Berichterstattung machen. Erstmal schauen, was da jetzt rauskommt, und wenn es so wahr ist, wie es ist, wie es gerade ausschaut, dann werden wir darüber auch weiterreden. Es geht einfach darum, wahrscheinlich ist die Story nicht wahr.
was er so erzählt. Aber wir gucken halt dann einfach mal drüber. Wir sind ja keine Bild-Zeitung. So, ach ja, da gab's ja, ich hab mal die Kommentare. Die Kommentare bei Kevin Wolter, die kommen sekündlich rein. Das Video ist 4-5 Tage alt, wir gucken gleich mal in die Kommentarleiste. Es kommen sekündlich, wir sind jetzt schon bei 50.000 Kommentaren. Der Screenshot ist bei 24.000. Den habe ich, keine Ahnung, am Mittwoch oder so gemacht. Die Community ist echt gut dabei. Auf jeden Fall wird den Drachenlord vorgeworfen, Beleidigung gegen ganze Berufsgruppen. Er arbeitet ja immer. Er ist ja immer unterwegs und arbeitet, was nicht stimmt. Sich im Stream einen runterholen, das weiß ich nicht. Da muss ich Trollikus danach fragen. Ein Pornhub-Account erstellen. Den hat er irgendwie wegen den Hatern erstellt gehabt, weil die irgendwas war da, weil er Bilder jemanden geschickt hat und die haben das dann veröffentlicht und dann hat er gesagt, da hole ich mir halt einen runter. Gummipenisse auf YouTube lecken, zeitweise Pädophile und Sodomie verherrlicht, oh, das ist schon hart, Terroranschläge heruntergespielt, das habe ich gesehen gehabt, wo er gesagt hat, das interessiert mich ein Scheißdreck und so. Nachweisliche Verarsche und Lügen ohne Ende, das stimmt, gefährliches Verhalten im Straßenverkehr, da muss ich Trolli auch mal anhauen. Körperliche Angriffe, die von ihm ausgingen. Ja, habe ich welche gesehen. Das Hochladen psychotischer Schweigevideos und Mordplänen, das weiß ich auch noch. Also Frauen als Freundinnen ausgeben, die tatsächlich aber keine waren. Ja, das stimmt auch, seitdem ich das geschaut habe. Das Stalken und Beleidigen größerer YouTuber, iBlali, Tanzverbot und Gronkh. Das mit Gronkh habe ich gesehen gehabt, da hat er irgendwie Gronkh beleidigt gehabt. Das fand ich auch, ja. Gronkh ist, kennst du Gronkh? Das ist, ja. Kennt jeder, so ein riesengroßer, der größte Twitch-Streamer mit deutschlandweit, was weiß ich, der hat übel eigentlich. Wenn du dir Gronkh anguckst, Gronkh ist so ein chilliger, älterer nicht, aber er ist halt so ein cooler Typ, den kannst du dir mal ansehen, gegen den kannst du kein Hate. Das gibt so Leute wie Sido. Sido schaust du und Sido finden alle cool, weißt du, sowas halt, so ist Gronkh halt für mich. Ich schaue aber Gronkh jetzt nicht, weil ich Sido schaue, deswegen. Okay, und jetzt kommen wir zu den Lügen, Rassismus, das aktuelle Video, wo Kevin Wolter, den Drachenlord, ich meinte Kevin Winkler, Entschuldigung, 13.000 Dislikes zu 18.000 Likes, also die Likes sind auf jeden Fall gekauft, das stimmt schon. Und vor 9 Sekunden hat jemand gepostet, runter von meinem Grundstück. Die schreiben halt im Drachenlordisch. Ich weiß noch nicht, wie die Sprache genau heißt. Die schreiben so, wie er alles ausspricht, weißt du? Metal, du Kasperle, ey Gavi, also Kevin, hör auf, der Rainer zu stalken. Stalken, er will nichts mehr von dir. Ich kack Hater, werdet sehen. Hater sagen die Hater, nicht Hater. Hater. Wird das ausgesprochen? Werdet sehen, wenn der Rainerle mit seinen 180 Kilo Kampfgewicht euch fertig macht. Ja, es ist halt hier vor 5 Minuten, vor 30 Sekunden, vor 9 Sekunden, vor 50 Sekunden und es kommt halt immer noch, das Video ist vom 30.11. Sind es jetzt schon 6 Tage online? Auf jeden Fall kommt der Kurt Mieters-Effekt, der Scheiße an der Hand-Effekt, wird Kevin richtig ins Gesicht gerieben. Der ganze Körper wird damit eingerieben und der ganze Kanal. Und wir zeigen jetzt auch mal 3 oder 4 Szenen aus dem Interview. Zur nächsten Frage. Du hast es gerade schon angesprochen. Lügenlord. Ja, ein Spitzname, den dir die Hater Lügenlord haben. Richtig. Berechtigt? Ja. Das ist die Frage. Ja, schon ein bisschen. Ne? Du hast schon, ist ja auch nicht. Ich hab gelogen, definitiv. Ja. Das streite ich nicht ab. Die Frage ist, ob man mich deswegen Lügenlord nennen muss. Weil viele meiner Lügen, ja, nicht alle, aber viele meiner Lügen sind halt unter anderem darauf aufgebaut, dass ich entweder andere Menschen schützen will und dann halt irgendwas hat selber schützen will, weil ich 1000. Ey, das erinnert mich an die Kampagne von Kevin. Er will andere schützen, aber er ist auch ein großer Mobber und beleidigt die Leute hart im Internet. Mich selber schützen ist eigentlich nicht unbedingt der Fall, weil ich habe da an sich ja kein Problem, aber bei vielen Sachen zum Beispiel, wenn es um meine Arbeit geht oder wenn es um meine Familie geht oder meine Freunde geht oder meine Freundinnen geht, hat keine Freundinnen. Ist oft so, dass ich halt wirklich schauen muss, was ich sage, weil ich halt die. Ja, da sind schon so Sachen dabei, wenn du das geguckt hast, so ein bisschen Community, wo du dir denkst, ja, Rainer, weiter geht's. So, kommen wir zum Thema Sex, Rainer. Oh, mega cringe, mega cringe. Wie bist du sexuell orientiert? Ich bin bisexuell. Bisexuell? Ja, also ich stehe auf Männer und auf Frauen. Da gab's dieses geile Bild. Ich wollte es eigentlich zeigen, aber das Video wurde gesperrt von den Typen, wahrscheinlich wegen dem Bild. Der ganze Kanal wurde aufgelöst. Da sieht man, wie Kevin in den Armen vom Drachenlord liegt, sitzt. Also richtig geil gefotoshoppt. Wie er ihn umarmt und Kevin so, Hilfe, richtig geil gefotoshoppt.
Aber ich muss mal gucken, ob ich. Ja? Metal, du Kasperle. Metal, du Kasperle. Ey, da gibt's übel viel. Die Community. Die Community ist so lustig. Ey, das geht überhaupt nicht. Das sind reinste geile Trolle. Und dann die Unterstützung. Es gibt ja, es wird ja auch unterschieden zwischen Level 0 Hater, Level 1, 2 und 3. Der Drachenlord hat ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wer den Drachenlord nicht kennt, warum fahren denn die da, also die fahren da hin und beleidigen ihn und dann gibt es natürlich Vandalismus, das ist asozial, sein Haus zu zerstören, obwohl er selber viel kaputt gemacht hat, wenn man das Haus von ihnen sieht, bestimmt beim nächsten Kevin Walter Special, weiß man, die Hater brechen da nachts nicht ein und verwüsten dir die Bude, du bist halt einfach nur ein kleines Schweinchen da, du benimmst dich halt auch so. Ja, auf jeden Fall habe ich fast den Faden verloren. Kommen die da hin, weil der Drachenlord seine Adresse geleakt hat. Er hat gesagt, hier kommt nach bla bla bla, ich hau euch auf die Fresse, ihr Hater, ihr habt meine Schwester beleidigt. Und er hat die, ja, und da er immer Leute hardcore beleidigt im Stream, richtig krass beleidigt, also wirklich. Dagegen ist Maniel, du bist ein Verrückter, noch nett. beleidigt sind die da halt hingefahren. Es gibt ja Leute, die beleidigst du, die kommen dann zu dir und die hauen die dann auf die Fresse. Also die wollen die dann auf die Fresse hauen. Oder gibt es dann so Schaulustige, die besuchen den? Ich kenne zwei Leute, die heute jetzt aktuell da hinfahren und sich das anschauen, was da auf der Drachenschanze abgeht. Böse, mega böse, was ihr da macht. Aber ich kann es jetzt mittlerweile verstehen. Es ist nicht, du willst halt nicht den Rainer ärgern. Du willst einfach nur mal sehen, wie der Rainer so haust. Du willst einfach nur mal live erleben. Wir lassen jetzt mal weiterlaufen. Aman ist ein Hübscher, guck mal. So, Aman. Wir hatten es letztens in den Kommentaren, da hat jemand drunter gepostet, Grüße gehen raus. Der Aman ist jetzt bei Kevin Wolter. Ja, ist er schon länger, seit 3-4 Monaten, wenn es schon reicht. Und jetzt für die Drachenlord-Community, der Aman war jemanden, der den Akko auch eine extreme krasse Sprachnachricht ins Gesicht gehauen hat und der Akku hat das dann veröffentlicht. Ist auch so ein Fitnessklops, der hat auch keine Ahnung vom Sport, falls ihr euch jetzt mal nachguckt, wer ist Akku, hat keine Ahnung vom Sport und der hat das dann halt veröffentlicht und ich glaube mittlerweile, dass der A-Mann gesagt hat, hey Kevin, wisst ihr, was eine richtig geile Idee wäre? Wisst ihr, was eine richtig geile Idee wäre, was noch nie jemand sich getraut hat? Wir fahren zum Drachenlord und machen eine Anti-Mobbing-Kampagne. Ich glaube schon. Weil der Aman hat ja die Fragen rausgesucht. Ich habe ja das Video gesehen gehabt, der hat ja die Fragen rausgesucht. Was stellst du ihnen für Fragen im Interview? Also muss er ja die Szene kennen. Und wenn mein Kameramann, /Skripter, diese Szene kennt, dann habe ich keine Ahnung, warum das der Kevin macht. Also da haben sie sich anscheinend total den Code Mitas-Effekt an die Backen beide geschmiert. Wir lassen mal weiterlaufen. Okay, ja, ist ja nicht schlimm. Jedem seins. Ist ja, ja jetzt auch kein Grund, immer noch für mich nicht nachvollziehbar, warum das alles so ist. Ja, ich werde auch sehr oft darauf fokussiert, dass ich ja bisexuell bin, dass ich mir auch. Warte, das kommt. Ja, warte, wir gehen gleich weiter. Wir haben jetzt nicht mehr viel, Leute. Haltet durch, Leute. War jetzt nicht cool. Was ich bereue auf jeden Fall, sind so Aussagen wie der Holocaust ist eine nice Sache, weil es war eine sarkastische Sache. Der Holocaust ist eine nice oder war eine nice Sache. Das war... Er hat gesagt und das habe ich anscheinend nicht richtig rübergebracht. Jetzt was. Da, und dazu kommt... Rainer, sowas kannst du nicht sagen, ne? Erstens mal ist die Sache, ich habe das damals verwechselt. Ich dachte, der Holocaust ist diese Aktion bei Hiroshima gewesen, mit der Atombombe. Oh! Sachen packen, Kevin, und abhauen, Video löschen, in die Fresse hauen, in die Ecken scheißen, abhauen. Wie kann man denn... Oh! Ich bin alles andere als ein Nazi, im Gegenteil. Meine ganze Aktion auf YouTube hat ja überhaupt angefangen, wegen diesen Nazis damals, auf diesen Nazi-Vor... Er wird einfach abgenickt. Ich verstehe den kompletten Hate vollkommen, was da gerade abgeht auf dem Kevin, sein Kanal, Kevin Winkler. Ich muss mich auch an den neuen Namen gewöhnen. So, jetzt haben wir noch eine Sache. Ich glaube, dann sind wir auch, ja, wir haben jetzt noch eine Sache und dann sind wir durch. Und solche Sachen werden halt auch nicht veröffentlicht, aus gutem Grund, weil es halt Leute sind, die halt nichts machen in die Richtung. Aber grundsätzlich gilt halt für mich, das kann man vielleicht auch deutlich mal in die Kamera sagen, so deutlich gilt für mich tatsächlich, wer hierher kommt, ist für mich ein Hater. Es spielt für mich keine Rolle, mit welcher Absicht er hierher kommt, wenn er von mir nicht eingeladen ist, so du bist...
Und ich kenne zwei Leute, die sind Hater. Jetzt nochmal Werbung. Wir werden bald eine kleine Show aufnehmen dafür. Ich weiß nicht, wie ich sie nenne. Ob ich sie Flex Total nenne, mit Friends oder keine Ahnung. Da muss ich wieder ein neues Intro machen. Und ich bin faul, weil Rendern kostet so viel Zeit. Ach ja, Dracher sagt ja auch, Rendern gegen Mobbing irgendwie. Ich habe mir mal angeguckt, was er für Special Effects hat. Ich habe so gefeiert. Aber ich will jetzt nicht weiter ausholen, sonst erzähle ich jetzt hier nochmal 10 Minuten, wie das so alles, wie was so lange dauert. Und seine Videos dauern nicht lange. Ganz kurz weg. Dann gab es ja noch das letzte jetzt auf Trustpilot. Kann man ja bewerten. Und die Neo-Subs-Kommentare. Treibt euch in den Ruin. Also hier, die kommentieren schon. Firma verkehrt mit Holocaust-Leugnern. Steht schon dran. Absolut schlimme Auftritte auf YouTube und so weiter. Kann ich leider nicht mehr gutheißen. Also das hat jetzt die Drachenlord-Community geschrieben. Also die Hate. Aber warte mal, sozusagen. Der Drachenlord hat nur 108.000 Abonnenten. Ja, aber der hat gefühlte 2 Millionen Hater. Weil die Hater schauen seinen Matt nicht. Du musst dir vorstellen, der Drachenlord existiert nur aufgrund der Hater. Die Hater kaufen immer mal so ein bisschen was bei ihnen, damit sie ein feinstes Matt kriegen zum Fressen. Er produziert das Matt in dem, was er labert, und die Hater wollen das fressen. Und deswegen halten sie ihn auch immer am Laufen. Und die Hater schauen meistens nicht seine Videos, die schauen die Videos der anderen Hater, damit der Drachenlord keine Klicks kriegt. Verstehst du? Ah, ja, das macht Sinn, weil er hat auch voll scheiß Aufrufe. Ich schaue seine Scheiße auch nicht. Ich gucke mir auch immer nur die Zusammenfassung an und sonst irgendwas, wenn da jetzt mal was rüberkommt. Ja, auf jeden Fall hat der Kevin ja gesagt, ja, wir werden niedergevotet und kriegen Anrufe und Mütter und die Telefonistinnen sind nach Hause gegangen, weil sie Babyquälgeräusche und Tiermörder gehört haben im Hintergrund. Müsst ihr euch mal das Sortis-Video angucken, dann seht ihr das nochmal genauer. Da beleuchtet das eigentlich ziemlich geil, auch aus einem sehr lustigen Aspekt. Und darum ging es ja, okay, kommen jetzt nur noch Hasskommentare rein. Hasskommentare. Hier nochmal vor 6 Stunden und dann passt auf. Wenn man weiter nach hinten geht, 3. Oktober, hat der 3. Oktober hat ja nichts damit mehr mit dem Drachenlord zu tun. Das ist ja schon alles ganz weit hinten. Hier stehen schon zum Beispiel Finger weg für den Subs. Also das mit Neo-Subs, mit schlechte Bewertung, dass die jetzt auch auf Amazon und so schlechte Bewertung kriegen, ist der Fall, weil die Firma halt nicht so cool ist für die Leute, die da einkaufen, weil die ja schon viele Probleme damit haben. Das wird jetzt einfach nur noch als Aufhänger genommen, dass die Firma halt gedisliked wird vom Flying Over. Aber weißt du mal, Firma verkehrt? Ach so. Hast du schon mal was bei NeoSubs bestellt? Ich hatte nur was über Amazon mal bestellt, aber das heißt ja nicht, also NeoSubs ist das für die Drachenhater, NeoSubs sind die Supplemente. Und Smilodogs ist die Klamotten-Collection. Also Neo-Subs nicht. Ich hatte nur mal vor zig Jahren bei Amazon hier so Smilodogs-Zeug mir bestellt gehabt. So eine Hose halt für Gartenarbeiten. Weißt du doch, sowas halt. Ich weiß nicht, warum ich bei Neo-Subs bestellen sollte. Weißt du, wie ich das meine? Ja, Neo-Subs, da bestellen halt die Leute von Flying Uwe. Weil Flying Uwe ist ja mehr Twitcher. Er kam ja durch Mario Kart und so, und dass er halt Gamer ist, kam er ja so richtig raus. Sein Gaming-Booster, den ich extrem, ich würde sagen, verteufeln jetzt nicht, aber es ist auch so ein Booster, der halt, er zieht die kleinen Kinder schon an, also die 16-Jährigen und jünger, und verkauft halt Koffein-Booster sozusagen für, was weiß ich, ey, wenn du da 30, 40 Euro für so einen Kack-Booster bezahlst, jetzt allgemein jetzt bezogen, ich würde auch keinen Set-Booster jetzt zu kaufen, kostet ja auch ordentlich ein Stange Geld, aber da ist wesentlich mehr Zeug drin als nur Koffein, Taurin und das war's halt. Wenn du da wir wissen, kennst du noch die Herstellungskosten? 7, 8 Euro für Level Up. Das ist jetzt nicht vom Flying Uwe, oder Fairplay. Ja, Fairplay. Level Up hat ihn dann Matthias Clemens dann genannt. Ich finde schon, wenn man solche Booster verkauft und suggeriert, vor allem solche Gaming-Booster, kaufen die Kids. Hattest du mit 16, mit 15 Jahren was mit Koffein am Hut? Natürlich schmeckt Kaffee einen dann nicht, aber. Oder nee, hatte Red ich nicht. Bull gekauft? Selbst wo Red Bull und Co. Nicht ab 16 war, wo du es auch ab 12 dir kaufen konntest? Nein, hast du nicht gekauft. Jetzt würde ich es mir kaufen, weil ich jetzt Twitch schaue, weißt du? Also es ist alles. Ja. Gut, komm, wir gehen jetzt weiter. Es reicht. Wir haben jetzt warte, ich bin jetzt gerade mal hier auf der Seite, ich gucke nämlich gerade. Was für mich innovatives Neo-Subs bieten müsste, um dass ich es kaufe. Bist du bei Amazon oder bei?
bei Neosubs direkt. Also die haben viele von so Superfood-Zeug hier, Protein, Snackballs, Frucht-Haferriegel, ja. Protein, Erbsen, Crisp, Chips, bla bla bla. Ja, Veganer, sowas gibt's eh nicht. Arginin-Ampullen mit 7500 Milligramm. Mani, lass es sein, komm, wir gehen weiter. Lass Protein. Uns die Show. Pfannsamen, Protein. Lass uns die Show bitte jetzt starten nach 20 Minuten. Ich schenke mir jetzt einen Kaffee ein, du hast so lange hast du noch Zeit, scheiße. Warte mal, die haben eine Vollmilchschokolade ohne Zuckerzusatz für 3 Euro. Geh mal bitte auf Amazon und guck dir dann mal da die Bewertung an. Ja, das macht Sinn. Geh mal einfach mal Amazon und mach mal Neosubs irgendwas. Klick einfach auf das meistgekaufteste und schau mal die Bewertung an. Die sind auch geil. Ich habe gestern einen Bericht gesehen von Amazon. Übel krass, 2 Stunden lang ging der. Ich habe nur eine halbe geguckt, weil ich ja so cool bin. Nee, ich bin eingeschlafen. Ist ein mega krasses Imperium geworden, wissen wir ja alle. Die werden uns alle ficken. Aber ich finde das gut, wenn wir gefickt werden. Weil wir widerlich werden... süßer Geschmack. Ja, das sind so viele Trollkommentare jetzt da drin. Dazu kann ich nur sagen. Was geht sich das an? Oh, ich fühle mich heute so richtig, wie als würden wir einen Podcast aufnehmen. Weißt du, ne? So als Podcast, als Show? Gegen 5, ne? Was machst du? Also wir haben, warte, lass mich lügen, 25%, ne, nicht mal, 21%, 1 bis 3 Sterne Bewertung. Können wir das Thema jetzt sein lassen? Wir haben es wirklich... Ja, ja, klar, sicher. Erzähl deinen Scheiß weiter, die alle Leute hören wollen hier. Ja, weil jetzt wird wieder kommen, oh mein Gott, eine halbe Stunde Drache, ich bin schwul. Ja, das werden die auf jeden Fall sagen. Auf jeden Fall werden die es sagen. Ja, ist mir eigentlich egal, weil ich finde, dieses Thema ist halt eigentlich ein geiles Thema. Und wenn man vertrollt ist, muss man auch mal was anderes machen. Weil dieses, du hast ja selber gesagt, nur Fitness macht auch auf Dauer keinen Spaß. Wir wollten ja sowieso mal eine innovative Show machen, irgendeine andere Kacke. Wir machen das, worauf wir Bock haben, weil wenn ich das nicht mehr machen kann, worauf ich Lust habe, dann höre ich auf mit YouTube, weißt du? Von daher müsst ihr das ertragen, die halbe Stunde Drachenlord, ansonsten spult einfach vor. Vielleicht verlinke ich es auch für die Leute, die in den Kommentaren lesen, die clever sind. Aber sowas haben wir ja hier so nicht auf unserem Kanal. Ha, gedisst, alle weggedisst, so weiter geht's. So, und jetzt fängt die Pumping-News-Folge auch richtig an. Wir haben natürlich feinstes Matt. So fing sie ja auch schon an. Nee, komm, wir fangen direkt mit unserem guten Iron Mike an. Und der gibt halt einen wunderbaren Tipp, den ich auch noch nicht kannte. Reibst du den Ingwer, wenn du schon dabei bist? Ingwer? Will ich immer auch ein dickes Stück abbeißen. Und ich erkläre dir jetzt, trotz dass ich abgebissen habe, ohne das Gesicht zu verziehen, warum. Harter Typ. Verloren. Die Gingerole sind tatsächlich sehr, sehr gut zum Befreien der Nebenhöhle. Die Schadstoffe entgiften deinen Rachenbereich und können tatsächlich antibakteriell wirken. Deswegen kau ordentlich drauf rum und dann schluck es auch wirklich runter. Das ist ganz. Was denn jetzt? Sagen wir, oder was? Ja, sagt der Messdiener, sagte der Priester zum Messdiener. Ja, schluck es auch ordentlich. Warte, was kaut der denn jetzt gerade? Ingwer. Ingwer. Ja, mach ich gleich. Gibt's im Westen. Das mach ich. Hast du Ingwer? Klar. Ah, das hat ja schon Marc Traut weit vor seiner Zeit gebracht. Oh, Marc Traut, wer ist denn das schon wieder? Ja, ach, okay. Junge, du Hater. Du Hater. Hater. Rainer Winkler kennt aber nicht Marc Traut, das sind mir die Richtigen. Hey, Hater. Nein, wenn ich ihn sehe, weiß ich bestimmt, wer das ist. Aber ich schau kein Harry Potter. Hab ich dir schon zweimal gesagt in der letzten Folge? Ja, okay, ist gut. Mann, Winklerstraße. Kennst du nicht die Winklerstraße bei Harry Potter? Doch, die Winklergasse, wo die davor rennen und voll davor knallen. So ist das mit Rainer. Stellt euch vor, wer jetzt sinnbildlich haben will, Harry Potter, wo sie vor die Mauer rennen, so ist das mit Rainer. Der rennt permanent vor die Mauer. Permanent. Ah. So, jetzt kommen wir noch zu was anderem. Es ist eine Instagrammerin verstorben aufgrund von Magersucht. Und ja, dazu können wir den Damien mal was sagen lassen. Ich werde jetzt keinen Namen droppen oder sonst irgendwas, wer das war und so. Aber Damien hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Ich kenne Leute, die über Umwege das ein bisschen näher mitbekommen haben und so weiter. Und falls du nicht weißt, um wen es geht, ist es im Endeffekt erstmal irrelevant. Es geht um eine Influencerin, die
auch ganz offen eine Essstörung hatte, soweit ich weiß, schon sehr lange und da schon immer ziemlich, ziemlich stark mit zu kämpfen hatte. Nach außen hin ist aber natürlich immer sehr, so wie ich es mitbekommen habe oder gesehen habe, wenn ich da mal reingeschaut habe hin und wieder, dass er ein bisschen runtergespielt hat und eigentlich auch immer so, ja, wir gemeinsam gegen Essstörung mäßig sowas um den Dreh, also die Leute auch versucht zu motivieren und so weiter. Auf jeden Fall, die ist gestern gestorben, junges Mädel, ich weiß nicht wie alt, zwischen 20 und 30 würde ich schätzen, wahrscheinlich Anfang 20, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber würde ich schätzen. Auf jeden Fall, wenn man das Profil gesehen hat, natürlich offensichtlich essgestört, magersüchtig. Ja, ich glaube, brauchen wir jetzt nicht weiter da ausholen. Also erstmal mein Beileid und alles natürlich an die Familie. Die werden sie jetzt auch nicht schauen, aber trotzdem einfach von uns, von Mani natürlich auch, unserer Science-Trologen-Familie. Findest du, Magersucht wird so wenig beachtet, allgemein jetzt in der Welt? Also drauf gewarnt? Oder findest du einfach, das ist halt so ein kleiner Prozentteil? Ja? Also das ist ja eh, besonders wir befassen uns ja damit, ich mehr, mich mehr als du, weil du bist ja ein Nerd. Du bist ein Noob. Okay. Gerade in dem Sport, ne, da rutscht du ja ganz schnell in eine Essstörung rein. Ne? Ja, allein schon durch Bodybuilding, wenn es nun ist. Also ich zum Beispiel habe das ganz stark, phasenweise, du wenn ich ja mich in einer Hypertrophie... Ja, warte, ich muss das drücken. Okay, Hypertrophie, aka Massephase befinde. Ach, du bist... Lässt mich jetzt ausreden, oder nicht? Ja, ich muss mich immer aufregen. Ja, sorry, tut mir leid. Ja, dann denke ich abends, boah, hau dir noch was rein für die Gains helfen, dass du dieses Gefühl hast von Kraft und dauerhaft vollgeladen und, obwohl du schon längst dein Pensum überschritten hast. Und genau geht's auch in die andere Richtung. Du bist da auf Diät, kommst abends nach dem Training nach Hause, hast dir wahrscheinlich irgendwas reingeboostet, hast gar nicht mehr so den Appetit, obwohl du eigentlich noch gut was essen müsstest. Und sagst, ja komm, dann pfeife ich jetzt da drauf oder ich reduziere meine Portion noch ein bisschen weiter. Und wenn ich das als relativ normal denkender Mensch schon habe, dann will ich erst gar nicht wissen, was sich einer denkt, der wirklich in Extrem verfällt. Jeder, der dich länger kennt, sagt nein. Nein. Du machst ja auch so viel eine Waffe, du bist auch so hart gebrainwashed. Mach dir, fress doch einfach. Ich kann das, ich weiß nicht, ich kann das nicht verstehen. Wie viele Jahre trainiert man und es bleibt an einer nichts hängen, weil man immer runterdiätet, frisst. Macht es dann nicht irgendwann mal Klick? Es funktioniert so nicht bei mir? Ich verstehe genau, das nicht. Es klappt ja. Ja, wann gehst du auf die Bühne, Herr Kleitner? Ich gehe nie auf die Bühne. Ja, siehst du. Ist auch kein Geheimnis. Siehst du, raus damit. Nee, macht euch allgemein nicht so verrückt. Wegen Ernährung. Haut irgendwas rein. Und wenn die Waage irgendwann mal 40 Kilo anzeigt, ist scheiße. Ja. Und nein, bevor jetzt wieder irgendwas kommt, Lea ist es nicht. Ich weiß, ihr seid bösartig. Ihr seid bösartige Dorle, auf jeden Fall. Nochmal mein Beileid. Ey, es hat ein Dislike. Weißt du denn, wer das war jetzt? Wer war denn die ja, von Instagram? Nein, wenig nicht. Ja, du weißt, wer es ist. Ja, hatten wir. Wenn du im Discord suchst, dann findest du es. Okay. Ja, du hast ja da 17 Gruppen aufgemacht. Ich weiß ja gar nicht mehr. Manje, ganz ehrlich, wenn du lesen kannst, da sind halt Gruppen dabei, Trash Talk, da sind Gruppen dabei. Ich glaube, in die Gruppe, ich hasse und ich liebe, ist es nicht. Oder im Gaming-Channel wird es auch nicht sein. Warte, was war denn die eine Fehlerfansgruppe, die du dann noch eröffnet hast? Die Pokémon-Go-Gruppe. Die Pokémon-Go-Gruppe, die Gaming, was haben wir denn noch eröffnet? Ja, jeden Mist haben wir eröffnet. Kommt rein, wir spielen zusammen Pokémon-Go, meine Freunde. Wir gehen jetzt auch weiter. In der Pokémon-Go-Gruppe hat nur einer reingeschrieben, den Scheiß gibt's immer noch. Ja, er hat's auch gespielt. Ey, da haben aber mehr Leute schon reingeschrieben, als in die Maniel-Kleitner-Gruppe, weil da hat gar keiner reingeschrieben. Es gibt auch keine Maniel-Kleitner. Es gibt auch keine Maniel-Kleitner-Gruppe. Aber siehst du mal, was es für einen Stellenwert hat. Es ist wichtiger als die Maniel-Kleitner-Gruppe. Alter Schwede, spiel Pokémon-Go, ehrlich. Ah, ist das geil. Ja, mache ich jetzt auch. Nee, ich spiel's noch so mal nebenbei, um einfach abzuschalten. Erzähl doch keinen Scheiß, du hast keine Freunde, deswegen spielst du Pokémon-Go. Das ist eine Lüge. Gerade wenn man Freunde hat, spielt man das, du kleiner, dreckiger Hater.
geh doch zu deiner Drachenscheiße, geh doch zum Lord und frag mal, ob du da Untermiete zahlen kannst für ihn. Da würde sich bestimmt freuen, dich zu knechten. Du kleiner Hater, du Hater. Komm, wir spielen jetzt weiter. Spielst du irgendwas nebenbei überhaupt? Jetzt Gaming? Weiß ich gar nicht. Hast du jetzt irgendwas? Nee, mach ich tatsächlich nicht. Ist ja, Handy ist ja kein Gaming, aber... Nee, ich mach gar nicht so einen Vierlefant-Scheiß. Ich hab meinen Tagesablauf... Du trackst lieber dein Essen. Ja. Du Kasperle. Du Kasperle, du Metal-Leute. So, jetzt kommen wir mal zum... Heute ist er auch wieder verhurt. Heute wird wieder so eine verhurte Show. Also ich weiß nicht, ob die gut wird. Ich weiß es nicht, aber ich schaue sie mir trotzdem nicht an. Und jetzt kommen wir zum guten Andreas Bosse. Andy Bosse, falls ihr euch dran erinnern könnt. Der hat zu Corona-Zeit direkt mit Demonstrationen gestartet. Hey, mein Studio und so soll offen bleiben. Das war ja der Vorreiter. Steve Bentin hat das dann mit übernommen. Also Andy war wirklich der Erste, den ich da mitbekommen habe. Und mit Steve Bentin, einen Tag später. Und er redet jetzt einfach mal so darüber, er hat ja ein Privatstudio, was er jetzt so macht. Und was am Eastside-Maker bekommen. Ganz einfach. Es mag vielleicht sein, dass das jemand im MacFit anders sieht. Aber das ist mir auch egal. Aber das Grobe ist diese Gym-Atmosphäre. Und die kann im MacFit auch 10-mal besser sein als zu Hause vor der Couch. Ich mache da kein Sport vor der Couch. Zu Hause will ich auf der Couch liegen. Und keinen Sport machen. Real Talk, hat er recht. Es macht keinen Spaß, vorm Fernseher, vor RTL, da Sport zu machen. Die Atmosphäre, oder? Die Atmosphäre fehlt einen voll. Ja, deswegen bin ich ja extra ins FitX. Deswegen habe ich mich ja auch angemeldet dort, weil ich einfach mal eine andere Atmosphäre lernen wollte. Eine andere Atmosphäre Kevin Wolter lernen wollte. Kevin zum dem Wolter kennenlernen wollte. Ja, ich glaube, da müssen wir nicht weiter ausholen. Lass mal den guten Mann nochmal weiterreden. Das ist einfach so. Das ist eine Einstellungssache. Und mir schreiben so viele Mitglieder und auch Nicht-Mitglieder, Follower von mir, ach Andi, das ist einfach der größte Quark. Ich habe zwar eine Handelbank zu Hause, ich habe das und das. Ich könnte eigentlich alles machen, aber ich mache es nicht. Ich habe keinen Bock. Und da haben wir den Salat. Und deshalb fehlt mir die Stimmung genauso wie jedem Mitglied auch. Ja. So, das können bestimmt 100 Leute von uns hier unterschreiben, von den 50, die jetzt hier gerade zuschauen. Mindestens. Und wir gehen einfach mal weiter. Sagen wieder super, Andi, hast du toll gemacht. Habe ich einen Zeitungsausschnitt, von dem kann ich mir auch nicht kaufen. Jetzt wir haben jetzt gesagt, vielleicht weißt du das jetzt noch nicht, wir machen ab Montag unser Studio jetzt auf. Wir haben lange überlegt, ob wir das überhaupt machen. Aber wir nutzen halt die momentane Verordnung in Brandenburg und werden ab Montag unseren Mitgliedern anbieten, halt dieses Zwei-Mann-Training auf unsere 400 Quadratmeter. Eine Stunde, das Studio wird abgeschlossen. Danach wird das Studio wieder aufgeschlossen. Die nächsten zwei kommen rein und bieten das einfach an. Das ist natürlich der kleine Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Ich möchte aber meinen Mitgliedern irgendetwas bieten. Das ist für uns wirtschaftlich totaler Quatsch, was wir hier machen. Und finden jetzt total viel geil, weil ihre Studios müssen... Ja, jetzt hast du einen Studiobesitzer, der was für seine Leute macht. Wie du gesagt hattest mit diesem komischen Studiobesitzer, der dich in den Anus hartpennigt Kevin Woltert hat. Ja. Wolltest du dir auch sowas wünschen, dass er wenigstens auf dich zugekommen wäre und hätte gesagt, hey mal Daniel, du könntest hier nachts im Kerzenlicht trainieren, wenn du die Fresse hältst? Ja, ich sag mal so, ich werde jetzt halt meinen Beitrag zurückbuchen. Oh. Einfach so, weil ich angepisst bin auch auf die Scheiße. Ja, verständlich. Und zwangsläufig werde ich mir natürlich überlegen, ob ich dann überhaupt noch in so einem kommerziellen, du Kasperle, Gym trainieren werde. Ah, scheiße, es wird immer drachenlorderisch hier. Wir müssen mehr Drachenlord schauen. Schreibt uns bitte mal drunter, was er noch so sagt für Sprüche. Ich bin kurz vor dem zweiten Lockdown in den Citix gefahren. Ich wollte mir das einfach mal geben, wollte mir gucken, wie sich das die Mentalität verändert hat und so, ne? Weil ich war ja sozusagen das ganze Jahr nicht im Fitix trainieren. Das werde ich zum Beispiel niemals kündigen, weil das für mich immer die Daseinsberechtigung hat. Ich habe immer das Gefühl, ich trainiere unter so Leuten und es ist gern gesehen, in die Ecke zu kotzen und so. Also, ne? Das ist was anderes. Das ist komplett was anderes. Ins Fitix gehe ich aber auch nicht, um Progression zu fahren oder um den Muskel krass zu spüren. Ins Fitix gehe ich, um richtig auszurasten, um mich mit den, ich kann das jetzt anders sagen, um mich mit den asozialen Brüdern auszumaxen, Alter, um die anderen auszulachen, dass sie zu viel oder zu wenig gestopft haben. Ist einfach nur geil, Mann. Ich weiß, was du meinst. Aber ich habe jetzt noch einen Tab offen und ich muss mich jetzt so überraschen lassen, wie zu Ostern, ob es Eier gibt.
was das Thema jetzt hier noch war. Und frech findest du es so von diesen Ketten? Warum klagt keine Kette? Was ist das Problem? Da ist, weil ich habe eine Aussage vom Herrn Schaller gehört, also der große Besitzer von McFit, und, dass sie sich nicht mit dran beteiligen, zum Beispiel zu klagen. Ja, wir haben geklagt vor 3 Wochen. Alle Klagen, die wir gemacht haben, habt ihr mitbekommen, sind auch von uns in Brandenburg abgeschmettert worden. Aber wir haben es zumindest versucht und geben dafür Geld aus. Und der Millionen verdient, der macht nicht mit, sondern er äußert sich ja sogar eher so, wir machen da nicht mit. Ich weiß jetzt den Wortlaut nicht genau, will auch nichts Falsches sagen, aber es war schon in die Richtung, wir werden das hier überleben und werden auch die Macht bleiben weiterhin. Ja, also es sollen ruhig die kleinen Studios mal alle kaputt gehen. Geht auf die McFit-Seite und meldet euch ab. Ja, fertig. Im Endeffekt wird ja der stark ist, hiernach noch stärker werden. Ja, natürlich. Ja, so. Ja, weil du frisst entweder die kleinen Buden, frisst du sowieso auf, die dann komplett wegfallen, oder du sagst, ich kaufe euch auf. Gut, macht jetzt McFit, wird das jetzt nicht so machen. Aber du frisst die einfach auf und im Nachhinein kommen halt mehr Leute zu dir. Natürlich. Guck dir Amazon an. Amazon hat jetzt ein Leistungswachstum, Zuwachs von weiß ich wie viel Prozent, 40% oder so gehabt. Wegen Corona. Wisst ihr, was da bestellt wurde? Und natürlich, Einzelhandel geht sowieso kaputt, jetzt allein wegen Onlinehandel, jetzt ist es nicht nur Amazon dran schuld, aber die Großen fressen die Kleinen jetzt zur Corona-Zeit immer mehr, natürlich. Das wird auch nicht besser werden. Das ist echt... Was hast du? Du hast halt schlechten Empfang. Nochmal bitte? Das ist bei dir. Ich lasse mir das nicht reinreden, das ist bei dir. Nein, ist es nicht. Du hast ein scheiß iPhone. Fick dich. Du fick kleiner dich. Wichser, ich hab das teuerste iPhone, was auf dem Markt geht. Ja, genau. Das hat mir deine Mutter bezahlt. Deine Mutter hat mir das bezahlt. Du Wichser. Ja, warte. Du bist ein Schwanz, ja? Du bist einfach nur ein Schwanz. Du bist einfach nur ein Schwanz mit so einem kleinen Penis, der die ganze Scheiße labert und ultra komplex hat. Oh, danke, Matthias. Matthias hast du da auf den Punkt heute gebracht. Nein, das ist nicht bei mir. Verdammte Scheiße. Ich bin ein Windows-Jünger. Dieser PC ist in 20 Jahren noch mehr wert als dein ganzer BMW. Von daher, alles gut mal, Daniel. Ich muss noch nicht drüber reden, dass mir... Ich lass mir über Technik... Alter, ohne Emotorisierung Wertverfall hat du keine Fotze. Ich werde mir jetzt einen Kaffee kochen. Wenn du mir richtig aufregst, Alter, dann werde ich noch irgendwas aus Plastik essen. Ich... du Spaß. Ich als Lügen-Fan-Wort Kevin Wolters, Lügenlord-Fan-Beauftragter, nein, kann das so nicht stehen lassen. So. So, pass mal auf, du kleine... Du brauchst mir mit Technik überhaupt nicht kommen. Willst du das Video schneiden? Ja, ich weiß. Das sehe ich an deiner Kniebeuge, dass du mit Technik nicht so bewandert bist. Genau. Ich mache ja keine Kniebeugen, weil ich bin eine Pussy. Aber ich kann Kniebeugen machen. Ich habe einen Squat-Rack. Ich könnte es machen. Du hast meine Kniebeugen noch nie gesehen. Ich war in so einem kleinen... Ja, genau. Du hast auch keine Beine, du Fleigenuwe. Ich habe mehr Beine, als dein Leben lang ist, du Spasti. Ja, stimmt. Du bist ja alt. Erzähl doch noch, was du beruflich machst. Ja, erzähl mir doch mal, was das immer für ein Typ ist, den du mir da schickst im Spiegel, der wie ein Fußballer aussieht. Erzähl mir das mal. Ja, es ist kein Geheimnis, dass ich mich ein bisschen wie so eine Mainstream-Schwuchtel anziehe, wenn ich trainiere. Na, du siehst ja auch wie ein Fußballer aus. Frag Pascal Su, der Zweck beim Training macht 10% Performance aus. Also leck mich am Arsch. Wer ist denn schon wieder das? Nein, Pascal, Grüße gehen raus, hat auch ein schönes Video letztens getroppt, gestern, 7-8 Minuten, da labert Pascal einfach mal so darüber, halt über, was ihn halt so ein bisschen bedrückt, was er so denkt, fand ich mega geil, war richtig geiler Real Talk, kam auch richtig gut an, also Pascal, kleines Täubchen, weiter so, gefällt mir, ich will keine Powerlifting-Videos von Pascal, ich will Pascal Real Talk so sehen, und die News vom Tisch, kennst du das noch von Instagram, vom Tisch? Wo er immer in den Wald gelaufen ist und sich da am Tisch gesetzt hat. Ja, ja. Fand ich so geil. Also habe ich mir so gerne angeschaut. Aber Pascal hat mich enttäuscht. Pascal, so, jetzt weißt du, wo waren wir denn jetzt schon wieder? Ich war in so einem Gym gewesen, das dicht gemacht hat wegen Corona. Und habe mir da 1-2 Geräte rausgekauft. Und es war ein ganz altes Drecksgym. So, man hat sich auch gefragt, was für Leute hier gerne wohl trainieren. Und da musst du dich immer so aus der Sicht stellen, jo, so Oldschool Bodybuilder und, ne? Und die Leute, die es halt betrieben haben sollen, und das war für den Herz, der hat das selber damals aufgemacht, weil er trainieren wollte und hat das dann einfach größer gemacht und Leute reingelassen. Und natürlich, dadurch, dass das halt alles privat ist, muss... Leute reingelassen, also wie bei deiner Schwester. Also hat er dann, weiß nicht, 40 Euro im Monat dafür Mitglieder genommen und das ist halt echt hart, ne? 40 ja. Euro für Endeffekt Müll und du machst das nur wegen Zusammenhalt. Ja, aber Zusammenhalt ist ja, alles.
Konnte er nicht halten. Konnte er nicht halten. Das heutzutage hältst du sowas auch nicht. Das ist ganz, ganz schwierig. Wegen diesen alten Keulerbuten von vor. Ach ja, es wird jetzt gerechnet vor Corona und nach Corona. Also statt Christus und so werden wir jetzt immer ein Jahr nach der schwulen Krise und davor der schwulen Krise. Also vor der schwulen Krise war alles noch gut. Und weit davor, vor der schwulen Krise, gab es ja diese richtig alten Atzen-Gyms. Also diese Keulerbuten, wie sie immer sagen. Diese. Ihr wisst, was ich meine. Die haben halt auch nur durch die Familie, war halt familiär. Und die haben sich auch nur dadurch gehalten. Und dann wurde das Ganze immer größer, McFit und Co. Und dann die wurden langsam aufgeschluckt. Und jetzt hast du entweder nur noch solche extreme, krasse Leistungszentren, wo sie Besessenen hinfahren und trainieren, weil du halt irgendwo Veranstaltungen machst. Hier ist zum Beispiel Powerlifting und Co., Kraft-Dreikampf vielleicht. Aber die haben ja auch Probleme, sich da zu halten, oder? Oder wie viele gibt es überhaupt deutschlandweit, so Kraft-Dreikampf, Powerlifting, Strongman? Boah, keine Ahnung. Viel zu wenig. So? Ja, genau. Weißt du, der nächste bei mir ist in Essen. Ja, die haben halt Probleme. Das ist ja. Der Sport ist halt auch sehr, sehr unattraktiv, weil keiner sich anstrengen möchte. Das ist das Problem. Die wollen ja lieber auf RTL schauen oder Drachenlord. Ja, gut, das Drachenlord stimmt. Ist ja auch feinstes Mett. Ist auch feinstes Mett. Ich habe bei mir einen FitX, das ist so einer, der hat Microplates. Kennst du das? Erzähl mal weiter. Sind, ich will nicht falsch sagen, ich weiß nicht, was die kleinste Microplate ist. Im Schnitt sind das so 100 Gramm oder vielleicht auch mal 250 Gramm. Reden wir jetzt gerade von Meth, oder? Nee, so ganz kleine Gewichtsscheiben. Okay. Nee, das dahin und macht dann da seine fancy Warm-Up-Übungen und so. Und dann stackt er sich da drauf 100 Komma, also 100 Kilo und 150 Gramm oder so. Und dann macht er Progression. Da kann ich auch einen Schnürsenkel drauflegen. Ja, genau. Ja. Und das ist so einer, der das wohl auch im Verband machen will. Okay, komm, weißt wir gehen jetzt. Komm, wir sind schon bei 50 Minuten. Komm, wir haben jetzt noch die Hälfte der Show, ist noch nicht mal durch. Oh, das ja, aber er strengt sich an. Er bringt jedes Mal seine Microplates mit. Es gibt auch Leute, die legen dann nasse Handtücher drauf. Links und rechts. Das ist schlau. Das ist schon wieder schlau. Ah, ich weiß nicht, ob das schlau ist. Ich weiß es nicht. Im Sommer, ja. Ach nee, ich will jetzt nicht weiter ausholen. Wir sind jetzt sowieso schon heute richtig verhurt. Wir gehen einfach weiter. Die du irgendwo auf dem fucking Dorf treffen würdest. Das ist ja, nichts, wo du jetzt denkst, so... Welche Pornokategorien laufen denn am besten? Ja, wahrscheinlich. So Amateurpornos. Wahrscheinlich ist die Leute haben gar nicht so Bock auf so Hochglanz. Ist so. Ja, es ist so. Ich will sehen, wie die Alte im stillen Kämmerchen hinten in der Ecke an der Treppe weggenostert wird. Natürlich. Ja, und das muss doch so einer sein, der dein Nokia 3210 nicht gerade halten kann. Alles andere ist Müll. Ja, genau. Und dann vielleicht noch der Kameramann, wie er mal so ein bisschen stolpert und du dann seinen Schwanz siehst, wie er sich dazu einen runterwichst und dann wieder die Alte filmt, wie der gefickt wird. Ich brauche noch nicht mal immer einen Kameramann. Mann, du weißt doch, angenehm, was ich meine. Aber manchmal, ja, ist so. Und ist so. Ah. Und umso dümmer, umso besser. Ja. Und du musst deswegen das Gefühl haben, du bist gerade, das könnte dir passieren. Du sitzt ahnungslos auf deinem scheiß Sofa, kurz Netflix-Grütze da, weißt du, du Kaschballe. Und dann kommt deine Cousine mit ihrer besten Freundin rein und die Cousine kriegt auf einmal Durchfall, aber die beste Freundin hat beschlossen, doch noch länger zu bleiben und du sitzt da einfach nur wie ein Trottel. Ja, weißt du, so eine ganz, ganz dumme Story, so weit hergeholt, dass sie trotzdem noch passieren könnte. Alter, pass auf. Ich finde, ja, es gibt auch gewisse Hochglanzpornos, die sind ja extrem lustig. Da siehst du so, wie er so in so ein halbwegs Kinderzimmer liegt, so ein 30-jähriger Plus-Typ. Und mit einfach gebrochenem nur so, Arm. Mit gebrochenem ja, Arm. Ja, mit gebrochenem Arm. In der Hochglanzpornoindustrie ist das nämlich, ja. Und er schaut den Fernsehen und dann kommt dann halt die Schwester, die Stiefschwester natürlich. Steve Bro, what are you doing? Steht sie dann so falsch herum in der Türleiste drinne. Und dann labern sie halt so einen ewigen Dialog und dann, oh, rein zufällig klingelt es an der Tür und dann kommt dann noch die Cousine oder was weiß ich dazu, die Stiefcousine und dann geht's rund, sowas. Oder gib mal ein bei Pornhub, Kürbis, Pumpkin, irgendwas, mit eines der bekanntesten Videos, dann siehst du so eine 4K-Hochglanz-Porno,
wie einer so einen Kürbis in der Hand hat. Da hinten steht die Mutter und dann kommt seine Stiefschwester und macht den Kürbis auf. Und kennst du das, wenn man im Kino sitzt, wie heißt das? Und sein Cock durch die Popcorn-Tüte macht? Wie heißt das? Nein, so Müll macht keiner. Ja, doch, das gibt's auch. Du hast ja vergessen, dass die Stiefmutter auch noch reinkommt und räumt die Wäsche ein. Nein. Und kriegt nicht mit, dass der gebrochene Typ, also der arme Alter, Typ mit dem gebrochenen Arm, da seine Stiefcousine durchnagelt. Ey, du hast denselben Porno geschaut. Ich hätte nicht mehr. Ja, auf jeden Fall macht sie dann den Kürbis auf und sagt, oh, du hast aber schön den Kürbis, keine Ahnung, irgendwas rausgeholt oder so und holt ihn dann da einen runter und die Mutter dreht sich dann so rum, oh, ich finde es so schön, wie ihr euch versteht. Und sie wächst da weiter. Oh. Ach ja, scheiße. Es gibt so schöne Pornos, aber toll. Junge, die Welt ist so scheiße schlecht, ne? So ja, aber darüber schlecht. Muss man halt lachen. Da, wer jetzt sich fremdschämt, der soll bitte abschalten und der soll weiterspulen. Wir brauchen Klicks. Aber die haben das schon recht. Das ist ja auch das beiden. Geile, wenn du so trainierst in so einem kleinen Gym wie ich. Weißt du, wir sind ja da, glaube ich, 10 Leute oder so. Und dann, du kennst ja auch, was sie beruflich machen und dass sie so viel private Sorgen haben. Ey, und dann kommen da Storys auf den Tisch. Hammer. Hammer. Auch hier so der Stiefonkel mit der Cousine und nachmittags vorbeigekommen und er sitzt da nur und denkt sich, was ist hier los? Oh, ich höre Storys von meinem Kumpel immer, du kannst dich nur einseichen, aber ich kann sie leider nicht erzählen, weil. Ja, egal. Weil der die Show guckt, ne? Ich weiß, was du meinst. Ja. Also, deswegen, das ist auch der Grund, warum keine verrückten Storys mehr kommen. Er ist mir auf den Fersen. Wie, ist er auf den Fersen? Er ist mir auf den Fersen. Warum das? Ich weiß nicht, irgendwas hat er momentan für ein Problem mit mir. Er hat mich für seine WhatsApp-Stories blockiert. Ich sehe die ganze Scheiße nicht mehr. Meinst du, er ist darauf aufmerksam geworden, dass wir einen Kanal haben? Dass du da... Woher gleichzeitig denn? Schickt er mir dann irgendwelche dubiosen Fotos einfach so nachts ohne Kommentar von sich selbst. Nee, glaube ich nicht. Wie soll der auf uns kommen? Ich sag, was soll die Scheiße? Ich weiß über dritte Leute, dass du WhatsApp-Stories veröffentlichst und ich bin blockiert. Aber ich kann dir sagen, nein. Hast du den auf Instagram irgendwie als Freund oder sonst irgendwas? Oder auf Facebook oder irgend so wie? Ich hab den überall. Ah, na dann ist es kein Wunder. Dann kann er auf uns zu. Da du mit deinem Daniel Kleitner-Account den Science-Trologen-Dings abonniert hast und da auch ab und zu mal reinguckst, kriegt er auch die Vorschläge. Und da du natürlich auch einen Privataccount hast und dann mit deinem Daniel Kleitner. Ich bin da nicht bescheuert, hab ich nicht. Seitdem Trolli sowas mal passiert ist, hab ich das nicht. Nein, glaub mir, es filtert trotzdem heraus. Du brauchst nicht mal. Ich hab keinen Facebook-Account. Gar nichts hab ich. Aber mir werden auf Instagram mit meinem Trologen-Account Leute vorgeschlagen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, die ich kenne. Überhaupt nichts. Aber ist bei mir gar nicht. Gar nicht. Algorithmus, ich habe da gar so keine krass. Verknüpfung. Glaub mir, Instagram, allein nur weil du Amazon und sonst irgendwas, die wissen, mit wem du zu tun hast. Ist so heftig. Lass mal das jetzt mal dahingestellt sein, dass das wirklich so wäre. Auf jeden Fall ist der Fakt, so. Dass er kommt mir langsam Technik. Auf die Fersen und deswegen kommt hier auch weniger. Okay, wir machen jetzt einfach weiter. Nicht, dass die Leute jetzt enttäuscht sind. Aber das ist Fakt. Da bin ich mir mit sehr, sehr vielen Leuten einig. Auch ein Spektrum wird abgedeckt von 20-Jährigen bis 60-Jährigen, die alle seine Storys kennen. Oh, also auch Gott. Die Storys, die ihr so kennt und so weiter. Ne? Die sagen alle, wir müssen das in einem Buch verfassen. Mitunter sein eigener Vater sagt das. Oh Gott. Und wenn ich das veröffentlichen werde, dann werde ich hier auch den Link droppen und ihr könnt das alle für einen Obolus erwerben. Also wird das niemals passieren. Digga, wenn ich das veröffentlichen würde. Du kannst doch nichts. Für ein OVP von 1999. Ah. Dann setz dich mal dran und schreib mal. Wisst ihr, wie schwer es ist, ein Buch zu schreiben? Da müsst ihr euch aber alle zusammen. Da müsst ihr euch alle zusammensetzen und immer irgendwelche Scheiße reinschreiben. Komm, wir gehen jetzt weiter. Mann, Adder, eine Stunde schon. Halt weiter. Über den. Weiter. Und du musst halt den Namen verfälschen, ne? Na mal Daniel. Schreib einfach mal Daniel. Ich habe erlebt. Der große Matt Daniel. Mach das. Schreib das über dich einfach. Ist doch egal. Wisst doch eh keiner, wer du bist. Ey, das wäre so krass. Das wäre so scheiße krass. Ah. Oder nimm Trollikus als Namen. Komm, wir gehen jetzt weiter. Dann bin ich reich. Dann bin ich einfach verdammt reich.
Ja, dann heiratest du eine Frau, kriegst 12 Kinder, die hintergehen dich und am Ende bist du einfach nur so ein Penner, der vor McFit steht. Also wie jetzt. Kann ich dann eigentlich bei Moor bestellen, wenn ich reich bin? Ja, ne? Oh, ich weiß nicht, ob es die Firma dann noch gibt. Wenn du reich bist, ob es dann Moor noch gibt, das wird doch eine Weile dauern. Ah. Natürlich, frag doch mal an, ob er dir was gratis zuschickt. Ah, ne, haben wir ja schon gemacht, hat er nicht gemacht. hat er ja zweimal versprochen und hat es ja nicht zugeschickt und hat er nicht mehr geantwortet. Grüße gehen raus an den Wolfi, danke. Ach, ich wollte übrigens mein glorreich verdientes Weihnachtsgeld in... Ja, ich wollte das in Booster investieren, auf NP Nutrition. Und ich bin dir hinten rübergefallen, 72 Euro. Hast du die Super-Spar-Spar-Angebote mit 10% nochmal Rabatt und so genommen? Ja, das ist warte, trotzdem... gibt's nochmal 10% oder was? Ja, du kannst dann auch... Ich kaufe das für 64 Euro. Na, gib nochmal Andi 10 ein. Andi 10, dann kriegst du nochmal 10% Rabatt. Auf was? Auf die 72 oder kriege ich nochmal 10%? Na, du kriegst extra nochmal 10%. Also nur einmalig 10%. Ja, den kannst du immer wieder eingeben. Ja, klar. Ja, du meinst jetzt auf die 72 Euro? Ja. Darauf einmal 10%. Du bestellst dieses Combo-Pack. Ja. Ja, dann bist du bei. Guck doch die Booster-Show, Alter. Da steht's doch. Da zeig es doch. Was bist denn du für ein Luder? Ja, hätte ja sein können, dass nochmal nachträglich irgendwelche Prozente gekommen sind. Von jetzt kommst du damit, Alter, mal Daniel. Das war letztens auch so im Angebot, die ganze Booster-Zeugs. Selbst von Zitronenquark und Co. und so hast du für 20 Euro. Hab's ja dann nicht bestellt. Hab mir dann beschlossen, jetzt erstmal einen Deanload in Form von einer Erkältung einzulegen. Und dann, Booster, wenn ich wieder richtig krass am Start bin. Ich hatte jetzt auch über einen Monat keinen Booster am Start. Ich habe mir aber auch eine Dose Doom bestellt. Ich will nicht immer so viel Doom. Ja, das Doom reicht mir nicht. Ich muss ja auch das andere reinknallen, was scheppert. Echt? Ich nehme meistens Doom und dann habe ich noch diesen Pump Booster da. Einfach nur Pump Booster. Und das funktioniert genauso. Fertig. Nein. Doch, nein. Los geht's. Du bist, du machst nicht dieses Rossi-Ding, dass du die Sachen zweckentfremdest. Du nimmst das so, wie es auf der Verpackung steht. Ja, mach ich, du ignorantes Dreckskind. So, weiter geht's. 500.000 Dollar im Monat verdient die mit OnlyFans. OnlyFans, 500.000. Die macht eine halbe Mille im Monat mit OnlyFans. Ich hab was, ich würde mir auch 10 Gurken gleichzeitig in den Arsch stecken für 500.000 im Monat. Dafür würde ich alles machen. Ich würde dafür Schildkorns drehen, wäre mir sowas von egal. Nee, das würde ich nicht hören, aber... Für eine halbe Million im Monat, mach das mal ein Jahr lang durch. Ja, dann hast du ausgesucht. Das aber... Ja, aber dann bist du auch im Kopf gefickt, Alter. Ja, da hast du aber auch einen riesengroßen Arsch. Moment, hier... Also ganz viele Leute haben einen kleinen, ne? Ich glaube, ich habe einen kleinen. Aber das muss ja keine Probleme machen. Also er sieht nach der Diät aus wie eine Missgeburt. Oh, das war das Falsche. Aber wir haben noch... Habe ich überhaupt noch meinen Arsch ficken? Ja, Manni, ich weiß, was du meinst. Danach bist du seelisch einfach nur verhurt und kannst dann beim Drachenlord einziehen. Oh hey, wir haben noch ein Thema. Wolltest du dich ja auch für 500.000 wöchentlich vom alten Opa um die Ecke in den Arsch knattern lassen? Für eine halbe Million? Im Monat? Nee, hat sie gesagt, am Tag oder am Monat? Ich nicht. Ich denke nicht. Das ist immer so die Frage, wenn so Angebote realistisch werden, weißt du, ich meine? Also für eine halbe Million, wer würde sich für eine halbe Million nicht in den Arsch knattern lassen? Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage, pass auf, du musst die Frage ja so stellen. Du kriegst die halbe Million, entweder, dass es jeder weiß, dass er dich in den Arsch geknallert hat, oder dass es niemand weiß. Das ist dann wieder was anderes, wenn es niemand weiß, weißt du? Weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ist trotzdem halt hart, ne? Aber wisst ihr, was noch härter ist? Kevin Wolter sein Leben gerade. Aber weißt du, was hier noch verrückter ist? Erzähl. Du hattest das doch letztes Mal angerissen da mit den ganzen Scheißweibern, die sich da auch freiwillig in den Arsch klettern lassen, weil sie irgendwas davon sich versprechen. Ich weiß nicht mehr. Ich kann aber auch nicht vorstellen, dass irgendeine Frau Bock hat, sich groß in den Arsch ficken zu lassen, aber trotzdem machen die das. So, da muss ich müsste jetzt eigentlich meinen Arschologen-Kumpel anrufen, den Stefan,
Der hat Archäologie studiert und er erzählt dir ausgiebig, wie gut das den Frauen gefällt, den Anus. Der hat da echt Erfahrung drin. Also es gibt immer so, es gibt entweder die Partei, es ist wie mit Tätowierten. Es gibt diese Nicht-Tätowierten, also die Leute, die nicht in den Knast wandern. Und dann gibt es diese Tätowierten, die natürlich in den Knast, ja, wahrscheinlich die Show auch aus dem Knast gerade schauen. So ist das geregelt. Und da gibt es halt diese Arschfick-Fraktion und diese Nicht-Arschfick-Fraktion. Das ist gegenseitig. Es ist beides sehr interessant. Aber ich weiß, was du meinst. Aber 500 Mille ist natürlich krass. Weil du dann erstmal ganz andere Leute ficken kannst mit 500 Mille. Aber Stefan wird dir sagen, er nimmt einfach den Daumen, probiert bei der Alten, ob sie Bock hat und steckt ihn dann rein. Und dann geht's ab. Das ist so. Nee, ich glaube, Stefan muss fragen, wieder unterscheiden, ob ich hier eine asoziale oder eine soziale vor mir sitzen habe. Nein, das hat damit nichts zu tun. Wenn die, selbst eine, die im Büro zugeknöpft ist, kann durch ihre Geilheit das Aussehen ja, das meine ich ja. Null zu tun. So einer würde ich ja dann die Daumen... Was, die Daumen? So einer, die mir dazuläuft. Ja. Weißt du, ich meine? Ja. Ah Gott, ist das ekelhaft heute wieder. So, komm. Oh, ekelhaft. Nee, jetzt kommt zwar Finch asozial, aber der ist gar nicht ekelhaft. Das sind jetzt so 2 Minuten. Schönes Matt. Nicht Matt. Sorry dafür. Er bringt es einfach so geil auf den Punkt. Wir lassen einfach mal laufen. Scheiße, wie Temptation Island, Love Island, Sex, Müll, Dreck, Pisse angucken. Ihr seid schuld daran, dass die Kinder heutzutage anfangen mit 10, 11 oder 12 halbnackte Bilder ins Internet reinzustellen. Tour. Ihr seid schuld daran, dass, weiß ich nicht, die gefühlt mit 12 an AIDS erkranken, weil sie sich schon komplett in der Welt rumbumsen. Ihr seid schuld daran. Und ihr guckt das nicht einfach so, ihr guckt das und unterstützt das. Das ist das Problem. Ich guck das nur rein, ist ja so trashig. Nein, du guckst die Scheiße und unterstützt das. Ja. Ohne Mist. Abgrundtief. Das für mich der Abschaum der Gesellschaft. Der absolute Abschaum der Gesellschaft. Wirklich. Das Allerschlimmste sind Leute, die sowas gucken oder damit machen. Und nach der sogenannten Karriere sich dann hier als Influencer ausgeben. Du bist kein Influencer, du bist eine Nutte. Eine Nutte für andere Firmen. Du bist eine laufende Litfaßsäule. Ja? Mit deinen ganzen Rabattcodes. Du bist eine Nutte, eine Nutte, eine Nutte, eine Nutte. Aber Nutten lassen sich noch gut bezahlen. Nutte ist ein ehrenvoller Beruf, ja? Prostituierten, ihr seid die Besten der Welt. Influencer? So, um es nochmal ganz klar zu... Ja, hat er recht. Ist ja wirklich so. Heute zeige ich euch, wie mein Arsch riecht. Guckt mal, ich habe einen Arsch-Anti-Geruch dagegen. Und das benutze ich erst seit 2 Jahren. Aber das verrate ich euch nicht. Ja, bei uns war das auch früher. Wir hatten 1, 2 im Freundeskreis, die mit 13 Jahren da schon rum erzählt haben, wie hart die am Ficken wären. Einer von denen war der Verrückte, das war gelogen. Also der Rainer. Nenn ihn Rainer. Ja. Der Abzocker. Der Abzocker? Was hier machst du? Ja. Ich hör dich nicht. Jetzt nochmal. Ja, bei dem anderen stimmt das sogar. Der hat mit 13 Jahren schon hart rumgebumst. Und das war bei uns aber unnormal. Wenn man jetzt bedenkt, okay, heute so 15 Jahre später, heute wird das normal sein, ja. Heute ist es normal. Er war halt ein Vorreiter. Da bist du der Unnormale, wenn du es nicht machst. Ja, da wirst du ein bisschen der Durchgepeitschte. So, komm, wir gehen jetzt mal. Ihr wisst, was wir meinen mit ja, Instagram. Ich zeig meine Leggings und zieh die Hose an und werd von dem Dings gesponsert. Es ist einfach ekelhaft. Es ist, und die Leute kaufen es noch. Und ich weiß auch nicht mehr, wo das alles hinführen soll. Ich weiß es nicht mehr. Und dann gab es jetzt noch etwas auf Instagram. Wir lassen es einfach mal laufen. Wer ist Erdem? Keine Ahnung. Ist das der Gollum hier aus... Kinder hier, Tausend in der Nachtgeschichten. Ja, was der will oder nicht, der Chinaser Greis umfällt oder er macht irgendwas. Alter Mann, der sich von unten filmt. Ja. Erdem hat dann versucht reinzugehen. Er hat aber nicht angenommen. Dann hat er einen zweiten Versuch. Ist er nochmal raus und reingegangen und hat es versucht. Er hat zwar jetzt auch was geschrieben gehabt, aber das ist irrelevant. Ja, ich finde, man muss sich doch nicht so beleidigen, oder? So. Hey, du hast gar nichts gesagt jetzt. Der hat einfach nur Erdem beleidigt und Erdem hat versucht, in den Stream reinzukommen. Im Stream hat er versucht reinzukommen und das zu klären, was da los ist. Ja. Ja, was hat er denn? Was hat denn der Kalbach jetzt gegen Erdem? Ist er denn zu schmal oder was? Einfach so gesagt. Ja, einfach dem, was wir polarisiert und so. Erdem ist ja wirklich, würde ich auch sagen,
ja, nicht Newcomer, aber mit der erfolgreichste YouTube-Kanal in der, der. Ich würde sagen, wenn wir ehrlich sind, auch wenn man Erdem Sympathie und so, Platz 2. Weil Platz 1 ist Hollywood-Matze. Matze hat innerhalb von einem Monat einfach alles platt gemacht, was andere Leute über ein Jahr aufgebaut haben. Er ist halt einfach vorgeprescht. Aber man merkt halt ab und zu mal so auch so ein bisschen den Neid, dass die neue Generation halt lieber den Erdem oder den anderen zuschaut. Also den jüngeren Kollegen. Und Heiko versucht halt auch wie bei den Görki mit den Erntehelfer die Leute zu reduzieren, indem er sie beleidigt. Indem er auch andere Kanäle einfach wieder blockt und man seine Storys und nichts von ihnen auf dem Kanal sehen kann. Sorry, Heiko, das werde ich öfters mal reinstechen müssen. Auch wenn es dich nicht interessiert. Das, ansonsten, mal gucken, ob er auch mal was über uns sagt. Dann gibt es Videozusammenschnitte. Da gibt es solche lustigen Zusammenschnitte wie bei Kevin. Nee, aber ich finde es halt komisch, dass man da auf einer Seite blockiert man und so und auf der anderen Seite äußert man sich. Das ist halt alles so, so witzlos, so, so lächerlich. Ich kann Erdem schon verstehen. Kann ihn schon verstehen. Aber ich will das Thema auch nicht so weit aufbauschen. Aber ich fand es halt trotzdem, unter YouTuber-Kollegen fand es trotzdem irgendwie, ich weiß nicht. Gehört sich nicht, oder? Find's nee, halt, hast du recht. Ich finde das halt so, man kann halt sagen, gut, Erdem, der hat die Ansichten, ich teile die überhaupt nicht. Wir sind keine Freunde, wir mögen uns auch nicht, aber Leute, ist doch egal. Ich mache meinen Hack, er macht seinen Hack, fertig. Ganz einfach. Wenn ich halt esse. Aber es geht halt auch viel um die Klicks. Und Mike hatte auch letztens, hatte Iron Mike hatte sich auch das Trainingsvideo angeguckt gehabt von Heiko Kalbach. Und hat immer gefragt, trainiert der wirklich so? Und ich habe drunter, also Iron Mike hat gesagt, meint ihr das wirklich so ernst, so zu trainieren im Studio mit Langhantel für Home Training und so? Das glaube ich nicht, das ist doch ein Trollvideo so in der Art. Und ich habe geschrieben, nein, ist es nicht. Er hat es nicht verstanden. Er hat das Game nicht verstanden von Home Training. Es gibt halt Leute, die sollten im Internet da halt, das ist halt peinlich, die Auftritte. Also vor allem sollte man sich nicht so mit der Generation, der jüngeren Generation so anlegen. Also ich fand es extrem uncool. Erdem hat dazu so auch was geschrieben halt, aber mit OP und so, aber. Ja, wir wollen ja jetzt nicht, dass er hochgezogen wird. Wir gehen jetzt nämlich direkt weiter. Der Max zu dem Matzen, der hatte ja auf Instagram, da siehst du mal, wie plump Instagram ist, wieder eine Fragerunde gemacht. Und das meiste, was er gekriegt hat an Antworten, an Fragen. Ja, das war echt langweilig. Es war ungefähr 100 Mal die Frage, wer würde fremdgehen? 100 Mal die Frage, wer würde sich von einer Schimmel in den Arsch ficken lassen, von 10 verschiedenen Personen. 10 verschiedene. Ich weiß nicht, was bei euch nicht stimmt. Und ungefähr 300 Mal, wer würde Kokain oder Heroin spritzen oder rauchen. Oder rauchen. Aber, ja, pass auf. Aber, Max, du musst dir die Frage stellen, warum sind solche Leute auf meinem Kanal? Warum fragen die das? Weil du Content machst, was diese Leute interessiert. Du bist dafür verantwortlich, dass sich solche Leute auf deinen Kanal tümmeln und dir solche Fragen stellen. Ist ja, das stimmt. Ich weiß ja auch, was ich sage und warum und wie und dass ich dann halt solche Leute anziehe. Das ist alles bewusst. Also wir sind so behindert, natürlich. Aber wenn man gezielt eine Leute anziehen möchte, entweder auch, ja, ich will jetzt nicht essgestört sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich will da jetzt nicht weiter drauf rumreiten. Oder Tätowierte, sozusagen. Oder Katzenkinder. Wenn man darüber halt viel redet, zieht man auch solche Leute an. Gut, Katzenkinder haben wir ja auch. Ja. So Katzenmuttis, so tätowierte Katzenmuttis haben wir ja auch hier. Ja, wo ist es noch? Ich überlege gerade. Nee, ich tropp's nicht. Wir gehen weiter. Oh nein, auf was kommen wir denn jetzt? Toilettenspray, wie kam denn das in die Show? Ich muss sagen, ich finde Nock ihre Storys schon lustig. Das hier ist ein Toilettenspray. Nein, es ist nicht so ein typisches Toilettenspray, was man kennt und man sprüht es so und der ganze Raum riecht nach, weiß ich nicht, Zitrone. Dabei, obwohl das riecht auch nach Meeresfrucht und Zitrone, es riecht richtig lecker. Aber das sprüht man direkt auf die Wasseroberfläche. Das hier ist ein Toilettenspray. Nachdem man auf Toilette war und das verhindert diesen unangenehmen Gestank vom Toilettengang. Ich sag euch, aber Leute, ich hätte das früher gebraucht. Damals, als ich weiß, dass ich jung war, meine ersten Dates gegessen? Hatte, irgendwo zu Hause bei dem Typen war und unbedingt auf Toilette musste, aber halt noch nicht nach Hause gehen konnte oder nicht wollte oder bei ihm übernachtet habe.
Das hätte ich gebraucht. Und vor allem, das ist so klein möglich. Also, so wie meine Hand hier. Ich hätte es in meine Handtasche machen können, in meine Jackentasche und schnell nutzen können. Es riecht nicht so, als hätte ich irgendein Parfum gesprüht, so voll verdächtig oder so ein Deo oder sowas. Kennt ihr ja. Ich wette, irgendjemand von euch hat das schon so gemacht, so einfach Deos sprühen oder so. Ich bin. Niemals. Aber es riecht lecker. Sie könnte sich das in die Handtasche machen und dann in die Handtasche scheißen. Das wäre eigentlich ganz praktisch. könnte man machen. Ich glaub, aber Gorky... jeder kennt das, ey. Ja, warte, lass mich noch. Ich glaube, bei der Gorky Family sind wir auch nicht so hoch angesehen. Die kennen uns auf jeden Fall alle. Ich war letztens beim Gorky im Livestream drin bei Christopher und habe geschrieben, langsam gefällt mir dein Bart wirklich. Und er hat eiskalt meine Frage, also nicht meine Frage, er hat alles vorgelesen und eiskalt hat er das, was ich geschrieben habe, übersprungen. Und er hatte nur 50 Leute im Stream. Da dachte ich mir, du kleiner Gorky. Ja, weil er dich nicht, er will dich nicht pushen. Wer pusht mich doch nicht? Niemand von Gorky guckt unseren Kanal. Die Leute, die das schauen, die wollen doch gar nicht aufgeklärt werden. Die wollen doch gar nicht getrollt werden. Das ist doch eine komplett andere Zuschauerschaft. Wenn ich auf jemanden aufspringen will, dann mache ich das mit Rainer Winkler. Dann mache ich eine 30-minütige Show vor der Show mit Kevin Wolter. Dann mache ich einen auf Fame-Hure. Wenn, dann berichte ich über die Leute, wo ich weiß, die Fanbase passt zu uns und nicht irgendwie, keine Ahnung, Ostbundesliga mit Dritter Liga, schaut keiner, oder Frauenfußball, weißt du, sowas halt. Ja. Obwohl, Frauenfußball würde ich mir jetzt auch wieder geben, ohne Scheiß, würde auch gerne Frauenfußball schauen. Vor allem die Schwedin und die Norwegerin, das habe ich immer echt gerne geschaut, die konnten super gut mit den Bällen umgehen. So, erzähl mal an ihr. Jeder kennt es, warst du stehen geblieben mit dem Geruch? Ja, dass man das Gefühl hat, man muss dann morgen schnell weg, weil man eventuell eine Notdurft hat oder so. Hau weg, Alter. Kannst mir nicht erzählen, dass du darauf angewiesen bist, den sein Klon zu malträtieren, du Kasperle. Die Klokrieger. Oh, ich schau kein Harry Potter. Aber ich kenne solche Spastis, die dann der Meinung sind, die können das nicht zurückhalten. Es kommt doch mal drauf an, wie viel Bolzen du schon zurückgehalten hast die Nacht. Also es ist immer ziemlich schwierig. Also ich könnte. Ja, das ist so viel mit dem Verrückten, der sich ins Auto geschissen hat. Oh Gott, kann man sich denn nur. Ich meine, wenn ich auf der Autobahn bin, es ist keine Abfahrt und ich merke schon seit 3 Stunden, ich muss so hart kodieren. Nein. Und ich meine, dann hätte ich auf den Standstreifen angehalten. Dann hätte ich, kommt drauf an, was es für ein Auto ist, natürlich. Nee, aber wirklich, ja. Ja. Ich weiß, was du meinst. Dann hätte ich irgendwo ein. Ja, klar. Er hat 2 Was? Dein Empfang ist. Du hast zwar guten Empfang, aber das Mikrofon ist bei dir heute nicht so. Ich habe das Mikrofon positioniert wie sonst auch. Nee, der Ausschlagpegel ist wahrscheinlich, dass du da immer mal so wegbrichst. Versuch nochmal. Weil wenn du lauter redest, geht's. Mir kommt die ganze Zeit so ein Aufstoßen hoch von meinem ganzen Zeug, was ich mir reinfahre, das ist zum Kotzen. Versuch's doch mal mit dem Spray. Ich weiß doch nicht, was du gesagt hast, wenn ich es vorher nicht gehört habe. Also hätte ich das vorher gehört, hätte ich dich nicht nochmal danach gefragt. Sag mal's mal so. So wie jetzt. Oh so, und jetzt gab's hier was von 2 hübschen Mädels. Oh, die ist wirklich hübsch. So, wie ihr seht, der Teig ist fertig und jetzt sind die beiden Damen aber noch, also der muss jetzt 40 Minuten ruhen und die beiden Damen vertreiben sich jetzt ihre Zeit. 2 Blondinen in der Küche. Ich will einfach nur mal, ich wollte heute mal wieder ein bisschen hübsche Mädels zeigen. Das ist gar nicht mal einfach. Was? Ja. Gefällt dir das? Nee, du willst mich da nicht sehen. Pistol Squats. Kannst du das? Nee. Ich will es gar nicht können. Ich will es nur zuschauen. Hammert. Nee, hat Iron Mike auch gemacht, bloß alleine. Stimmt. Ah, doch. Aber der hat echt eine gute Hose an. Sehr gute Hose an. Warte, ich mag diese Hosen, wo diese Arschbacken. Warte. Wo man die Arschbacken so schön sieht, so schön straff, finde ich geil. Finde ich richtig geil, Mädels. Also für solche Hosen auf jeden Fall Werbung machen. Ohne Scheiß. Wenn du jemand bist, den das steht, kauf dir solche Hosen. Kauf dir die Hosen. Ich bin ein Instagram-Model. Ich wollte dafür Werbung machen als Instagram-Chick. Ohne Scheiß. Nee, jetzt ohne Getrolle. Kann man mir überhaupt noch jemand mich ernst nehmen, wenn ich irgendwas sage? Nee, oder? Nee, kann man echt nicht. Ich weiß, ey, vor allem, wenn ich Sachen sage, die ernst gemeint sind, kommt die getreu drüber. Wenn ich Sachen sage, die nicht ernst gemeint sind, kommt die auch getreu drüber. Es ist vertreut nochmal.
Oh ja, ey, heute ist die Show echt voll, aber komm, wir machen heute mal eine schöne, lange Show. So, und da gab's was bei Martin Radkowski, da musste ich übel drüber feiern. Ich spiel's einfach mal ab. Hoping you take that jump. Don't feel the fall. No way. There's no way. So Leute, ich erkläre es euch kurz. Man sieht Martin Radkowski, für die Podcast-Zuschauer natürlich, wie er einen Whale-Beutel hat und wie der Scope oben liegt. Und an der Seite sind solche Reaction eingeblendet, wo die Leute so schauen, oh mein Gott, oh mein Gott. Und schaut es euch auf YouTube an, meine kleinen Spotify-Trolle. Ja, Stream läuft noch. Ja, fand ich mega geil. Auch geile Schauspieler, das hat er auf jeden Fall drauf. Hey, wie viel haben wir denn heute noch, ey? Okay, das haben wir nicht. Moment, hier habe ich einen Stream. 40, da wurde nach uns gefragt. Beim Galenikus, ich weiß auch nicht. Andrology geben. Warte, Marcel. Ich bin auch einer mit braunen Augen, ja, nice, so, cool. Wird es eine Zusammenarbeit mit seinem Andrology geben? In welcher Form? Er kennt uns. Bam! Er kennt uns. Wir sind Fame-Huren. Was? In welcher Form? Ich würde sagen, ich lege eine gute am Start. Du kommst wie immer. Keine Ahnung. Dann hat er noch was zum Drachen geäußert, auch, dass er sich dazu, ja, dass es verrückt ist, sich dazu zu äußern. Ja, wir kennen jetzt den Drachen, ja. Wir haben es ja vorhin schon gehabt. Aber es ist nicht so. Wer ist das? Kenn ich nicht. Ich glaube auch. Kann ich nicht erzählen. Schade. Kann ich nicht. Ich will jetzt niemand ins. Es gibt unter YouTubern auch so ein bisschen Ehrenkodex, deswegen gehen wir gleich weiter. Wolltest du mit Marcel was drehen? Na klar. Ja klar, wird man machen. Natürlich. Natürlich wird man das tun. Natürlich. Weil wir wären ja. Scheiße, hier, wir wären ja sonst... Wir sind ja eigentlich behindert. Ja, wir sind richtig behindert. Weil wir das nicht machen würden. Natürlich, für die Reichweite, alles klar. Und dann gab es jetzt, das nehme ich jetzt einfach vorweg, weil es nicht so informativ und wichtig eigentlich ist. Eigentlich müssten wir es trotzdem mal zeigen. Danny hat anscheinend schlecht geschlafen. Das sieht ja echt schlimm aus. Hoffe, denen geht's gut. Guck mal. Das sieht gar nicht gut aus zurzeit. Bestimmt ein Galenikus reingeboostet. Nee, gibt's ja zurzeit nicht. Oder gibt's wieder? So. Ich weiß gar nicht. Nee, er sieht gerade, zu den letzten Wochen sieht er nicht so gesund aus. Und zwar geht es, komm, wir lassen es laufen. Ach komm, heute, wir überziehen heute. Wir sind heute die Überzieher der überziehten, zogenen Scheiße. Ich bin jetzt, war jetzt wieder sehr ausschweifend, aber ich muss sagen, ich finde den Einsatz von Simon Teichmann gut und dafür bekommt er von mir auf jeden Fall Respekt. So. Galenikus gibt Respekt. Teichmannikus. Meinst du, er hat noch ein bisschen Respekt für uns übrig? Oder ist er schon aufgebraucht für heute? Pass auf, es stand dann drunter, auf jeden Fall hatten sie geschrieben, hey, der Simon Teichmann, so in der Art, ist er doch nicht scheiße, so in der Art. Hätte ich nicht gedacht, dass er doch so cooles Statement macht. Da dachte ich mir, ja, natürlich kannst du das ja nicht wissen, wenn du nur ein Newsportal guckst und das Newsportal immer nur auf den Teichmann abgerotzt hat vorher. Kannst du ja nicht wissen. Kannst dich ja auch nicht weiterbilden, indem du mal einfach mal auf andere YouTube-Kanäle schaust. Oder den Teichmann dir anguckst, bevor du dir eine Meinung über den einholst. Auch wenn das ein, wie wir auch. Ihr guckt euch auch, hinterfragt uns. Was mich aber einen Arsch interessiert, da wir bald Fame sind. Nee, sind wir nicht. Wir können den Kanal nicht mal monetarisieren, weißt du das? Wir können nicht mal Geld damit verdienen. Wir sind arme Schweine. Wir werden kein Geld verdienen. Manni, deswegen müssen wir so Knechtprotein rausbringen, irgendwas so, sowas halt. Manni's Knechts Beste oder so. Meinst du, es verkauft sich? Ja. Manni's Knecht. Knecht Ruprechts, Manni's. Ach, scheiß drauf, wir gehen weiter. Ah, jetzt kommen wir zu etwas Geilen. Jetzt kommen wir, und zwar sind das Bauernfrühstück, kann ich euch empfehlen, auf Spotify. Ich höre eigentlich keine Podcasts, aber es sind jetzt gerade zwei Folgen draus. Das sind die Jungs von Finch Asozial, die Crewmitglieder, der DJ und ich hab jetzt noch nicht so viel Plan davon, aber die haben auf jeden Fall immer coole Storys am Apparat und wir lassen das jetzt einfach mal laufen. Moment, ich glaube,
Das ist nämlich eine geile Frage. Moment, ich muss hier strikt zurückscrollen. Spotify lässt mich nichts speichern. Aber ich kenne ja so gewisse Storys von dir, dass wenn du traurig bist, gerne baden gehst. Ja, und dann eine Schwarzwälder Kirschtorte fresse zu Annette Wiesand, das Spiel. Pass auf. Das ist so geil. Das ist sehr lustig, Brüderchen, dass du das sagst, weil ich habe, und das ist kein Spaß, ich traue es mich kaum zu erzählen, letztens zum ersten Mal bin ich baden gegangen und habe einfach Nudelsalat gefressen in der Badewanne. Nudelsalat, ey, ist so geil, oder? Kannst du da mitlachen? Ich feiere das so extrem. Ist das so ein Witz über 30 oder so? Warum war das jetzt mit dem, er ist in die Wanne gegangen und hatte da einfach Nudelsalat dazu gefressen. Sag mal, was ist denn nur? Junge, ich habe schon alles 30. in der Wanne gegessen, aber ich kommuniziere das nicht so. Doch, ey, es ist einfach Zeitverschwendung, geil, weil man es macht. Nein, weil, ja, das sagen sie ja auch. Und dann hat er einfach nur gechillt. Ich finde das so geil mit der, ich habe das mich so weggehabt. Vor allem, du mit deinen über 30 Witzen, du hast Schulterwurstprobleme, du heulst, du quengelst nur rum, körperlich. Sei mal ganz ruhig, wer hier auf die 30 zugeht, mein Freundchen. Bald kannst du es nicht mehr machen. Gut, dauert noch ein bisschen, nach Corona. Du bist dann ein Nach-Corona-30er. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, ich hatte ja schon Angst. Lass mich in Ruhe. Ja, lass mich in Ruhe, nimm meine Nahrung. Habe ich auf jeden Fall mega gefühlt, das mit den Fressen, weil ich auch immer mal, ich trinke ja nur Red Bull in der Wanne. Bist du ein Bader oder bist du ein Duschkopf? Duscher. Ein Warmduscher? Ich mag beides. Tatsächlich immer. Ich mag beides ziemlich, ich weiß nicht. Also ich lege mich auch gerne mal in die Wanne und chill einfach und hab mein Mikro-Laptop an und hab dann einfach Sky laufen und schau Bundesliga. Jetzt zurzeit nicht, weil Bundesliga ist scheiße. Oder guck mir irgendwas so auch South Park-Folgen an. Erwähnen sie ja auch in der Show, dass sie einfach mal 20 Minuten South Park gucken. Finde ich auch geil. Vor allem, wisst ihr, was ich, ich bade halt extrem ungern, wenn das Wasser schon in der Wanne ist. Wenn du es dir so halb eingelassen hast, finde ich mega ekelhaft. Ich mache das meistens so, ich lasse mir hier, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie viele Milliliter rein, so warmes Wasser, und dann setze ich mich schon rein und chill schon und lasse es ganz langsam reinrieseln. Ich mag dieses Gefühl, wenn das Wasser langsam in meinen zarten Elfenkörper steigt. Aber wenn ich mich in das fertige Wasser reinsetze, dann ist es auch immer die falsche Temperatur. Also so, ja, wie du machst es schon vernünftig. Ich mache das einfach aus dem Feeling raus. Einfach sich reinsetzen finde ich scheiße. Mag ich nicht. Aber ich dusche auch gerne. Ich kann auch mal 20, 30 Minuten duschen, aber auch nur 5 Minuten. Je nachdem. Vor allem unter der Dusche kommen mir immer die dümmsten Ideen für die Show. Ja. Ja, nee, ohne Kack. Kommen mir immer dumme Sachen in den Kopf. Wir gehen mal weiter. Was war denn jetzt? Oder? Die aus einem Pibuske. Ja, aber jetzt. Ach so, ja, der eine ist DJ. Und er erzählt jetzt einfach, wie er am Mischpult steht, 2 Stunden lang und dann halt sich entlernen muss. Muss man ja noch den Leuten erzählen, was mit den vollen Bechern passiert nach der Show. Also, gut, ich muss vorwegnehmen, weil es dann zu lange dauert. Also, er macht Bier, ich denke jetzt mal, es sind Bierbecher, er pisst am Mischpult, er mixt ab und pisst dann einfach rein. Unverändert seinen Gesichtsausdruck, man sieht es nicht. Und er pisst da einfach rein und mixt weiter ab. Und natürlich muss ja, die Becher müssen ja irgendwo hingestellt werden. So, und was jetzt mit diesen Bechern passiert, hört ihr jetzt. Das darfst du machen, Brüderchen. Okay, also man muss sich halt vorstellen, nach der Show stehen dann eine gewisse Anzahl voller Becher. Und du hast ja Stagehands, die, sag ich mal, die bauen dir die Bühne mit ab am Ende. Ja. Und die wissen natürlich nicht, dass ich dort den Becher gepisst habe. Die denken natürlich, es ist was zu trinken, was übrig ist oder whatever. Aber die denken halt, nee, es ist Pisse. Und dann, dann räumen die halt meine Pisse weg. Ey, das ist eigentlich so scheiße, Alter. Und jedes Mal, wenn das jemand sieht, immer so. Mich hebt's. Aber ich würd mal sagen, es gab auch schon mal eine Situation, da wurde so Becher einfach mal genüsslich ausgetrunken. Ey, komm, los, die erzählst jetzt noch los. Komm mal, dann ist wirklich gut für heute. Und zwar gab es da mal so ein legendäres Event, das nannte sich Finchies Love Tape Release Party, glaube ich. Ja, da war die Event. Da war man Binu. Und ich habe aufgelegt und das Klo für einen DJ war gefühlt Kilometer weit weg. Ja. Und ich musste natürlich, wie es immer so ist, weil wir schon seit Stunden wieder gesoffen haben, pissen. Alles klar, was mache ich? Ganze DJ-Pult oben war ja rammelvoll, weil die ganzen Fans
sind ja alle auf die Bühne gekommen und haben um mich getanzt. Ja, ja. Ich musste ja trotzdem pissen. Da stand von irgendjemand das Glas oder der Becher stand auch auf dem DJ-Pult. Und da habe ich einfach in den Becher gepisst und habe es genau da wieder hingestellt. Und der Typ, wir haben es, glaube ich, auch schon mal ausgewertet. Wir wussten ja, wer es war, oder? Also, ich weiß es nicht mehr, aber ihr wisst es. Und der Typ hat es einfach genüsslich weggesippt, Alter. Weggesippt, Bauernfrühstück, Winterfeeling und Blasenschwächer heißt das. Oh, ich habe so geheult, ey, wo ich das erste Mal gehört. Ich habe jetzt auch noch Lachfläche. Ich finde die sympathisch. Oh. Manuel, hast du auch Bock mal ein Bier wegzusetzen? Hab ich schon 80.000 Mal gemacht, allein schon während der Show. Ja, das weiß ich ja, aber bei dir trinkt halt keiner. Ey, warum hebst du nicht den Urin auf und nennst den Manuels Beste? Hä? Hä? Ich hab, warte mal, hat schon mal einer meinen Urin gesoffen? Ja. Oh Gott, nein. Ja, aber da gibt's ja auch einen Fachausdruck für die Leute, oder wenn du das einem Psychologen erzählst, oder ja, einer, der ein bisschen mehr mit Psychologie bewandert ist, der wird dir sagen, du bist in irgendeiner Kindheitsphase stecken geblieben und bringst so deinen Unmut zum Ausdruck. Aber damit kann ich leben. Ja, natürlich. So, ich muss mal gucken, was hier noch kommt in der Show. Oh ja. So, es kommt nicht mal so viel. Es kommt noch mal ein bisschen was vom guten Mike. Oh, ich muss mich mal ausknacksen, da mein 12er Arm wieder so spannt im Nacken. So, komm, wir lassen einfach mal von Mike und Melli Metzen einfach mal was laufen. Die ist auch sehr sympathisch, die Melli. Ob man Muskulatur im Lockdown verliert, theoretisch nein. Praktisch nein, wenn du dir weiter dein Poppes aufreißt. Muskulatur verliert. Es kommt halt drauf an, ne? Weil Lockdown bedeutet ja übersetzt, dass der Staat bei dir klingelt und du musst die Muskulatur abgeben. Und ja. Die bekommst du ja nicht wieder. Ne? Der behält die ja ein. Und ist halt nicht so einfach, das Ganze mit dem Lockdown. Ne? Jetzt geht es halt einfach nur darum, dass die Leute halt denken, oh mein Gott, ich verliere meine Muskeln. Hat man ja in der letzten Show schon gehabt. Nein, ihr verliert überhaupt nichts. Wenn ihr keine Muskeln hattet, dann verliert ihr sie auch nicht. Also wie mir. Ich merke halt nur, dass ich einfach nur Bock habe, mehr was zu fressen, mehr Süßes zu fressen. Ich weiß nicht, zurzeit, ist das Weihnachten so, dass man mal so eine Schokomaus wird? Wie ist das bei dir? Frisst du auch gerne mal so? Normal so schon. Chipstüte einfach mal. Zurzeit ist es schlimm bei mir, muss ich sagen. Nee, Chipstüten und so nie. Aber zu Weihnachten oder so habe ich ganz gerne die Kuchen begonnen. Wissen aber auch die aufmerksamen Zuhörer. Also ich mache da ein Geheimnis draus. Sag bitte noch mit mal. Mit einer Packung Lebkuchen habe ich schon so manche Tage begonnen. Ach so, es schmeckt aber auch. Das stimmt. Muss aber sagen, dieses Jahr gar nicht. Und fahre ich extrem geil mit. Finde ich auch geil. Ich hatte letztes Jahr auch keinen Bock drauf. Aber was ich immer essen könnte, ist Kokos. Oh, ich könnte mich in Kokos reinlegen. Oh. Kokos. Wir gehen weiter. Ich habe übel Hunger und meine Beine sind kalt. Ich habe nichts gegessen. Wir müssen die Show jetzt hier irgendwie zu Ende bringen. So, weiter geht's. Was macht Kreatin? Relativ einfach. Du hast einen Energiestoffwechsel vom ATP. Das ist ein Brennstoff, der wird quasi verpufft, wenn du zum Beispiel ein Gewicht hochheben willst. Entscheidet der Vorrat an diesem ATP, ob das Gewicht jetzt bewegt wird oder nicht, ob du die Kraft dafür hast. Das ATP ist binnen der ersten Sekündchen sofort verpufft. Dann kommt erst Glucose, Anaerob und die ganzen anderen Brennstoffe. Also erstmal kommt ATP, zack ist es weg, Gewicht geht zurück, du warst nicht stark genug. So einfach kann man sich das vorstellen. Was du machen kannst durch Kreatin, ist Kreatinphosphat anreichern durch die Einnahme. Und in dem Moment, in dem das ATP verpufft, kann der Körper mit einem Bruchteil davon, das heißt ADP, Adenosindiphosphat, mit dem Kreatinphosphat neues ATP bilden und plötzlich bewegt sich das Ding doch. Und das ist wissenschaftlich einwandfrei erwiesen. Kreatin, deswegen eigentlich total hohl, die GmbF müsste es genauso verbieten. Kreatin macht dich nachweislich stärker, du hast einen Vorteil dadurch und es ist sogar noch unfairer, denn einer von fünf Menschen, der kann so im Schnitt, das ist so eine Durchschnittszahl, der kann auf Kreatin nicht ansprechen. Das macht die Sache noch unfairer. Das heißt, jeder Fünfte auf der GmbF hat tatsächlich einen unfairen Nachteil. Ja. Sehr interessant. Also so habe ich es noch nicht gehört. Das ist aber krass. Das mit den 1 von 5 Menschen wusste ich nicht. Ja. Ist schon geil. Also Manuel, wir sind raus. Ja, aber wie kriegt man denn raus, ob man auf Kreatin anspricht? Also ich zum Beispiel nehme jetzt seit gut 2 Wochen wieder regelmäßig Kreatin. Also, bin auf der Waage ungefähr
Ja? Ja, woher weiß man das jetzt, ne? Wiederholungszahl einfach, merkst du doch. Wenn du, also, ich bin mir jetzt gerade auch nicht sicher. Ich hatte mal Kreatin mal ein, zwei Monate weggelassen, mal. Ich nehme das immer mal sporadisch, ist ein Napflair. Dann warte ich, bis wieder eine Bestellung kommt. Aber so habe ich da nie drauf geachtet. Mir hat ein Bekannter was ganz Verrücktes gesagt. Ich muss dazu sagen, Wettkampf-Bodybuilding ist ja immer noch eine Materie für sich, ne? Also, ja, haben wir nichts damit schon zu tun. Du weißt ja, ich meine, du kannst es ja immer noch krasser sehen. Ja, natürlich. Und ich meinte dann irgendwie so, ja, ich fahre nach Hause, ich habe noch einen König Frischkäse da und wenn ich den weggefressen habe, dann schieben wir noch eine Pizza im Ofen oder so. Einfach nur so Smalltalk-mäßig. Das ist ja, wie du isst für einen König Frischkäse. Ich sage, wie, ne? Kriegst nicht runter, die Scheiße? Nee, darf ich nicht essen. Milchprodukte sondern sich im Zwischenfett ab, bla bla bla. Und ich sag so, ja, komm, in der Wettkampfvorbereitung bin ich vielleicht noch bei dir, hast du gesagt, ist ja gerade nichts. Nein, überhaupt gar nicht. Er würde sich jetzt schon seine Magermasse verfälschlich aufbauen, wenn er jetzt Milchprodukte essen würde. Deswegen isst er gar keine Milchprodukte. Nie. Er ist genauso ein Verrückter wie du. Du bist ja auch so einer. Du Junge, niemals wäre ich so verrückt. Bezogen. Niemals wäre ich so verrückt. Ja, aber der macht sich genauso einen Schädel um seine Scheißernährung, wie du das auch gemacht hast. Ja, tust. Milchprodukte so, habe ich nie was schon, gegen gehabt. Das da ist nichts mit Milchprodukten. Das ist diese Richtung in dieser verrückte Macherei mit der Ernährung. Ihr seid beide für mich Verrückte. Fertig. Ja. Einer ist mehr verrückt als der andere. Punkt. Wollen wir weitergehen? Ja, Punkt. Tut mir leid. Ich kuschel nachher wieder mit dir, Homo. So, nein. Wie geht es dir? Habe ich dich heute schon gefragt, wie es dir überhaupt geht? Ja, wie die Leute jetzt wahrscheinlich rausgehört haben, an diversen Naseputzen etc. Ich bin erkältet. Ich habe eine ganz oldschool-mäßige. Was? Ich habe gesagt, hört man nicht und dich hat man jetzt gerade nicht gehört. Du hast eine ganz oldschool-mäßige Erkältung. Nein, es liegt nicht an mir. Hör auf, immer die Schuhe in den Schuh zu schieben von anderen Leuten. Winkler mich hier nicht voll, du Lügenlord. Ich habe ganz normales verficktes Hurensohn-Internet. Tja, aber das hat doch nichts mit dem Mikrofon zu tun, wenn es nicht ordentlich ausschlägt. Was weiß ich? Ah, du machst mich so fertig. Ich habe einfach eine ganz normale Erkältung. Sowas, was man schon mal hat. Kennst du das? Oh, wenn er lauter redet, hört man's, ja? Erkältung, bitte. Vor Corona oder nach Corona hattest du das? Kopf- und Nasenschmerzen habe ich und ich fühle mich schlapp. Ah, 100% Corona. Sag das Wort nicht so oft, sonst haben wir hier wieder so eine Werbung-Scheiße. Nee, weiß ich nicht. So, komm, wir gehen weiter. Oh, ich habe irgendwas geöffnet und es war kein Türchen heute. Einen Bodybuilder, der sich schlecht unter Kontrolle hat, unter Stoff. Einen einzigen. Aggression? Ja, du musst mich hier aber jetzt nicht outen, ja? Natürlich. Ja, okay, na gut. Na, es ist wirklich nur einer. Aber bei dem war es auch das Ding, seine Olle, also das ist schon ein paar Jährchen her. Das ist immer die Komponente, die dann dazu beiträgt, ja? Ja, mal ganz sehr interessant ehrlich, jetzt. Ne? Also Max ist, also wir müssen einmal kurz umschwenken. Max ist ein zahmes Kätzchen, ne? So, der macht gar nichts. Der macht wirklich gar nichts. Ich bin immer nervtötend, gehe ihm auf den Sack, er ignoriert mich, das Thema. Das muss ich sagen. So, aber wenn man die ganze Zeit nachstichelt und immer wieder provoziert, dann kann auch er kratzbürstig werden und sagen, halt die Schnauze, sonst fängst du ihn gleich ein. Er wird mich mal schlagen, ne? Aber das Ding, guck mal, ich kann dann auch so wutentbrannt sein und ihn gegen Oberarm boxen und alles, das hatten wir jetzt schon mal. Und dann hält er mich aber trotzdem eher fest, bevor er mich schlagen würde. Das Witzige war, er hat meinen Arm dann mal festgehalten. Ich habe mit beim Wegreißen selber in die Fresse gehauen, so, dann geht's jetzt weiter, Moment. Egal, von wegen, man schlägt keine Frauen und hier und da, mal ganz ehrlich, das ist egal. Also, ja, Männer haben von Grund auf mehr Kraft, das ist klar, das stimmt. Aber wenn eine Frau einen Mann so zur Weißblut treibt und vorher sehr wahrscheinlich eh schon auf ihn eingeboxt hat oder an ihm rumgezerrt hat oder, dann ist es kein Wunder, dass irgendwem auch mal ein Kragen platzt. Ich verstehe auch nicht wirklich, welche Aussage hier jetzt grenzwertig gewesen sein soll. Leute, ihr müsst mal wirklich aufhören, das nimmt momentan zu. So, ja. Möchte gern überpolitisch korrekt zu sein. Es geht nur auf den Sack. Wirklich, ja, das geht nur auf. Ja, genau. Jeder hat einen in die Fresse verdient. Jeder.
Egal. Und dieses Überpolitische kotzt mich sowieso auch an. Ich lass nochmal weiterreden. Auf den Sack, es gibt immer Mensch und Mensch, es gibt immer Umstände und jeder lebt so sein Leben, jede Situation ist immer neu und individuell zu bewerten. Dass ja. irgendetwas schlecht ist, wie zum Beispiel häusliche Gewalt, das ist doch völlig klar. In einem Szenario wie hier, wo wir uns als erwachsene Menschen, die noch völlig bei Trost sind, unterhalten, da ist das eine Gegebenheit. Das muss doch nicht noch erwähnt werden. Leute, kommt mal wirklich runter. Und es gibt häusliche Gewalt von beiden Seiten aus. Männer werden von Frauen genauso erniedrigt. Ja, aber ich wollte jetzt nicht auf diese Männer-Frauen-Schlag-Thematik, ich wollte halt nur auf diese politische Korrektheit einfach mal ausgehen. Und was denkst du, politische Korrektheit? Es nimmt immer mehr Überhand. Ja, wir hatten das Thema ja schon ein paar Mal hier in der Show gehabt. Aber wir müssen das immer wieder aufgreifen, weil es mir übel aufgreift. Immer wieder aufgreifen. Ja, ist ja schon so was Banales, wie gerade im Beispiel von Max. Dann sagst du deiner Alten mal aus Reflex so, du fängst dir gleich eine, weil die es wahrscheinlich auch verdient hat. Also einfach nur diese Aussage verdient hat. Die hat sich nur natürlich. Die Aussage verdient. Ja. Bupp, der schlägt seine Alte. Natürlich, da hat sie die Treppe runtergeprügelt und wieder hochgeschlagen. Dann hat sie das Kind verloren und das Kind ist zur Welt gekommen und war behindert. So, ganz schnell irgendeine Geschichte aussprechen. Irgendwann geht das noch so, da sagst du zu irgendeinem, du dummer Wichser, und dann hast du direkt alle Leute beleidigt, die gerade keine Freundin hatten. Die gerade keine Freundin hatten, ja, die Wichsen. Ja. Ja, man hat die Hälfte nicht verstanden gehabt. Ja, was soll ich denn machen, Mann? Ich weiß dann nicht, einfach mal aufhören mit dem Wichsen. Tatsächlich gucke ich jetzt, ob ich im Schrank habe Aspirin-Komplex. Vielleicht bringt mich das nach vorne. Für deine Wei-Wei auf deine Puss-Puss? Nee, so ohne Scheiß. Könnte mich nach vorne bringen, ne? Nimm Ingwer. Ah, kauen, ne? Hast du gerade schon. Kauen. Ja, und schlucken, hat er gesagt. Besonders schlucken als Messdiener ist vom Raten, vom Nöten. Aspirin-Komplex ist mega teure Brühe, ne, dafür, dass es nichts bringt. Das ist einfach nur Scheiße, ist das nur. So, habe ich hier ich habe noch zwei Gurki-Videos. Ich bin mir auch nicht sicher. Komm, eins lösche ich einfach weg. So. Hat dir mal erzählt, als ich mich mit Aspirin-Komplex zurück in Silvester geholt habe? Komplex, ja. Komplex ist immer gut. Nee, hast du noch nicht erzählt. Aber wollen wir noch die zwei Videos machen und danach das erzählen? Dass wir das jetzt weg haben, die Show? Ja. Das geht nicht lange. Hier, Göcki, ich weiß gar nicht, warum ich das hier. Es geht, glaube ich, nur 20 Sekunden. Ne? Also da habt ihr wirklich, das ist Nummer 1 bei den Supermärkten für mich, was so Nahrungsergänzungen, Riegel, Proteincremes, Ersatzprodukte, vegan, ganzes vegane Ding, weißt du? Und dann vegetarisch, Hanf, glutenfrei. Also da kann jeder mit irgendeiner komischen Krankheit im Kopf kriegt seinen Scheiß. Also ganz ehrlich. Also jeder mit einer komischen Krankheit im Kopf kriegt seinen Scheiß. Also er weiß schon mal. Ja, ist ja auch verdient dann. Hat er ja auch recht, deswegen gibt's ein Like. Hat er recht. So, war's das jetzt? Ach ja, wir wollten ja noch Kommentare vorlesen. Stimmt ja, den letzten Kevin Winkler. Ja, stimmt. Wurdest du schon mal auf den Bock gespannt? Also die Leute schreiben mir nicht zurück. Mama lübt mich. Das ist immer dieser Rainer Dings Aussprache. Opa ist Mensch geblieben. Opa, mal bestimmt den Oga, empfiehlt Alpecin gegen Zinkmangel. Klatze. Was? Opa wahrscheinlich. Das war ein Lob. Trollikus hat geschrieben, ihr unterschätzt das immer. Da kennt sich halt aus. Metal-Leute, das mag Maniel. Der Gavin hat als Zugführer ganz sicher nicht in Afghanistan für freiheitliche, demokratische Grundordnung der BRD gekämpft und ist nicht mit einer schweren posttraumatischen blablabla ernhaft aus dem Dienst entlassen worden, damit du ihn hier als Klickhure missbrauchst. Zeig ein wenig Respekt von den Taten deutscher Soldaten. Kommissar Flex, ich musste so lachen, Alter. Kommissar Flex. Karl S., du meinst Karl-Heinz Hess, oder? Alter. Ah, Hess war hier sowas mit Nazi und so. Ich will da jetzt nicht weiter. Ja, das weißt du, das alter Fascho. Ja, natürlich wissen wir das im Osten. Das ist allgemein Wissgut. Brauchst du gar nicht rumlöschen. Wenn die NWO deinen Kinderkanal platt macht, ist Schluss mit lustig, du Hanswurst. Ja, wir löschen nichts. Also, was das betrifft, ist YouTube-Algorithmus. Da müsst ihr euch halt ein bisschen besser benehmen. Weil ich habe gesehen, dass einige Kommentare nicht durchgekommen sind. Ich kann die aber nicht freigeben. Auch von unserer Zuhörer- und Zuschauerschaft. Da sind, wenn du Nutte reinschreibst, es war bei Nutte, irgendeiner hat Nutte geschrieben, das kam nicht durch. Oder Hurensohn oder Sonnhure oder irgendwas, es kam nicht durch.
Es ist, müsst ihr mal gucken, vielleicht mit einem zweiten Account mal nachgucken, ob das Kommentar-Ding durch ist. Aber wie gesagt, ich lösche nichts. Ich lösche nichts. Wenn ich mir das 91 Minuten und 45 Sekunden anschauen würde, hätte ich Estler Selbstmordgedanken tatsächlich sogar. Also es war auf unserer Showlänge bezogen. Ich habe nur geschrieben, freut mich sehr zu hören. Aber die Trolle schreiben mir nicht zurück. Find ich gut, wie du trotz deiner Sprachbehinderung deinen Weg gehst. Ah, 18 Likes, ihr Wichser. Ihr Wichser, ich like auch kaum 19 Likes, ihr Assis. Was für ein Lappen, Alter. Ey, like ich auch. Hast du Spange, lösch dich ganz schnell, fand ich nicht so. Du bist jetzt auch dran. Auf Kevin Wolter bezogen, gibt auch ein Like. Findet ihr Hiroshima? Wäre mal wieder eine nice Sache. Also es war ja vorhin auf den Dings bezogen. Holocaust und dann Hiroshima. Ich weiß nicht, ob ich das liken soll. So, kann ich das liken? Ich weiß es nicht. Nein, dann bist du direkt auch wieder einer. Oder hier findest du, es hat da auch einen Holocaust. Ah ja. Was gibt's hier noch? Es hat sich irgendwas gerade aktualisiert. Der Gavin ist jetzt auch in dem. Wie viele Kommentare hatten wir? Warum so viele Dislikes? Ja, war die Drachen-Fan-Community. Fand ich jetzt nicht schlimm, weil die Drachenlord-Community hat uns eigentlich dadurch schön gepusht und hat uns extrem viele Likes beschert, Dislikes beschert, aber wir haben ein paar Abonnenten gezogen. Also wir haben jetzt, ich weiß nicht, ein paar Abonnenten haben wir jetzt. Mehr, 10, 12? 771, wir waren das letzte Mal bei 750? Irgendwas, 60? Keine Ahnung. Auf jeden Fall mehr als 5. Aufrufe hatten wir 2100, Klickrate, die Klickrate war richtig stark vom Thumbnail. Ja, die Wiedergabedauer war jetzt nicht so gut, die liegt eigentlich bei 16 Minuten, so. Aber, da wir so viele Kommentare gekriegt haben, habt ihr uns hochgerankt. Vielen Dank dafür. Auch wenn es ungewollt war, aber das macht ihr halt, indem ihr so viele Kommentare schreibt, helft ihr den YouTubern. Extrem. Deswegen, gut bei Kevin nicht, weil er seine Watchtime extrem hart versaut. Aber kleine Kanäle, die schadet ihr damit nicht. Ihr helft denen eigentlich, damit sie Abonnenten bekommen. Danke dafür, auch wenn es nicht so gemeint war. Wollte ich nochmal so sagen. Dickes Danke. So, Manje. Ich bin fertig. Ich muss urinieren. Ich wollte mal ein ganz spritziges Silvester feiern. Hat sich aber schon angebahnt am 29., dass ich das erkältungsbedingt nicht erleben werde. Oh nein. Bin dann auf die Idee gekommen, zu einer Notapotheke zu fahren und mir für 30 Euro Aspirin zu Komplex zu kaufen. Zuflex. Oh, Komplex, ja. Bin am Getränkemarkt meines Vertrauens angehalten und hab mir 1,5 Liter Wasser geholt und hab mir da 8 Beutel reingeknallt. Oh, Alter. Auf die Frage von meinem Kollegen, der dabei war, ob ich irgendwie ein bisschen was zu kompensieren hätte, meinte ich, viel Hilfe. Und ich war Silvester am Start. Warst du nicht im Arsch? Nee, war aber auch ganz traurig. Ich hatte damals noch diese Mentalität, man müsste ja ins neue Jahr dann reinrutschen. Ja, das kommt auch an, wenn man reinrutscht. Ja, genau. Und die Dame an meiner Seite, die war dann auch irgendwie stark alkoholisiert und meinte dann später, so können wir das nicht auf morgen verschieben. Oh, war ich ein bisschen angepisst. Und dachte mir, wofür die ganzen... Ja, und dann dachte mir, wofür die ganzen Beutel-Aspirin-Komplex, das war verschenktes Geld. Ja, du hast die Beutel-Aspirin leer gemacht, aber dein Beutel wurde nicht leer gemacht. Toll. Danke. So sieht's aus. Danke, Frauen. Danke. So sieht es aus. Ja. Die hat sich aber auch mal eine verdient. Ja, ja. Politisch korrekt gesehen. Ich war mit der 3 Jahre zusammen, was eine Nutte. die hat nur mit einem gefickt. Ich war 3 Jahre mit der zusammen. Auch nicht mit mir. Oh, scheiße. Ich glaube, wir werden auch irgendwann gehatet von allen. Ah, finde ich cool. Yo. Meinst du? Nein, das ist so eine, die wird mir jetzt eine DM schreiben. Ich habe gerade deinen Podcast gehört, wie du mich abgelästert hast, du Hurensohn. Finde ich geil, was aus dir geworden ist. Häng dich auf. Echt, so eine ist das? Nein, aber das wäre natürlich richtig witzig. Ey, stell dir, wenn du so eine Frau hast oder hattest, dann ist es schon traurig, dass du sie nicht mehr hast. Wenn, das wirklich eine, wenn mir eine wünschen würde, mich aufzuhängen, ich glaube, es gibt so einige Leute, die mir das wünschen. Aber es wäre doch geil, lustig, wenn du so eine Freundin hast, die genauso redet. Hey, du Opfer, hey, du Otto, dein Vater ist besser, wisst ihr? Sowas halt. Das wäre wirklich Alter, hast geil. Die dich schon so abklatscht, weißt du, so, bist du so übelst, Alter. Besorgst mir doch mal richtig, so wie dein Vater damals. Ah, Gott. Ah, das wäre richtig, auch während des Coitus.
Oh, scheiße. Respekt. Oh. Ja, ich ja, wir reden jetzt nicht hier von sowas, wo die Mutter dann noch Kamerafrau ist und dann, nee, sowas meinen wir jetzt nicht. Nicht, dass ihr wieder irgendwas falsch versteht. Und ich habe auch keine Arme gebrochen. Nein, Leute, bitte, bitte hört auf mit sowas, mit solchen, an die Mädels bitte, es wird, nimmt langsam immer weiter zu auf Instagram, ich krieg zu viele Arsch- und Tittenbilder, bitte hört endlich auf damit, es ist erdrückend, die Flut, das wollte ich jetzt nochmal erzählen, so, bitte aufhören damit, Mädels, bitte, es ist heftig, so, okay, ich bin fertig, ich habe übel Hunger, wir sind bei einer Stunde 50 irgendwas, Mani, was hast du heute gemacht mit der Show? Ja, ich bin krank. Ich habe heute nichts mehr zu tun. Ach so, deswegen redest du auch so lange mit mir. Hm. Ja. Nee, ich habe heute echt noch nichts gegessen. Dann kriege ich immer, also weißt du, wie es ist, wenn man nichts isst? Natürlich wisst du das. Und dann kriegt man dann kalte Füße. Kennst du das? Wenn du wirklich nichts drin hast? Kennst du das? Ja. Ja, habe ich gerade. Echt AIDS. Vielleicht liegt es auch am Kaffee, der gerade raus möchte. Okay, Leute. Schreibt es in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns positiv natürlich bewertet. Und ist jemand bis hierhin, hat jemand bis hierhin durchgehalten? Am Stück? Gibt es da solche Trolle? Solche ehrenhafte Leute? Gibt es solche Leute? Manni, schaust du eigentlich unsere YouTube-Show immer danach? Montags nochmal? Meistens schon. Meistens? Hab ich doch gerade schon gesagt. Ich hasse dich. Wir gehen jetzt auf. Macht's gut, Leute. Der disliked nochmal ein bisschen beim Drachenvolter rum. Der hat's verdient, so wie es gerade ist. Aber wisst ihr, was ich noch anhauen wollte? Vor allem der Kevin Winkler, der hat ja jetzt ein Problem. Er ist ja für das Mobbing jetzt. Aber wenn er jetzt sagt, Alter, ich scheiß jetzt auf den Rainer, ist er ja auch wieder eine Schlange. Quasi hat der Kut-Mitas-Effekt ihn schon umgarnt. Egal, was er macht, er kann jetzt nur verlieren. Das stimmt. Ja, weil wenn er jetzt den Rainer wieder anzählt, dann sagen alle, er hat das Richtige gemacht, trotzdem bist du ein bisschen komisch, unglaubwürdig. Vor allem die Drachen-Community wird ihn jetzt auch nicht in Ruhe lassen, weil da so viele Sachen passiert sind. Vor allem, wenn es jetzt schon solche Videos gibt, wie was wir vorhin gesehen haben. Boah. So, Leute, ich hoffe, wir konnten euch so halbwegs mit zweistündigen Fast-Met euch liefern. Ich hoffe, ihr schaut es euch an. Ich bin raus. Flexi grüßt euch. Manuel wünsche ich gute Besserung natürlich, dass er nächste Woche wieder so hart am Start ist, dass er wieder endlich seine maximal 50 Kniebeuge, Kilo Kniebeuge, nicht 50 Wiederholung, meinte ich jetzt nicht. Was ist denn jetzt, dass mir das wünscht? Na, ich wünsche dir das endlich, dass du dann mal wirklich über die 50, nee, Quatsch, ich weiß ja, du bist ja ein hartes Kniebeugetierchen. Nee, ich wünsche dir das wirklich, dass du am besten schon heute wieder fit bist. Okay. Wünscht man immer seinen Freunden, meinte ich. Also, außer Trollikus, der ist hübsch. So. Ey, wir haben Trollikus sein Video vergessen, weißt du das? Kommt in der nächsten Show. Okay. Trolli ist nicht so. Nein. Bei 2 Stunden. Alles klar. Macht's gut, mit Applaus. Ich bin raus. Flexi.